Einwände? Ist nicht der Fall. Wir brauchen eine Geschäftsordnung und eine Wahlordnung. Auch diese wurden vorab auf der Mailingliste veröffentlicht. Seid ihr damit einverstanden? Sollen wir diese verwenden? Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen? Damit ist Geschäfts- und Wahlordnung einstimmig angenommen. Dann brauchen wir einen Wahlleiter. Er hat sich soeben sehr markant zu Wort gemeldet. Ich schlage Markus vor, der macht das immer super. Alles klar, Gegenstimmen? Okay. Du hast den Job. Du musst herkommen, Markus, das passt schon. Okay, dann brauchen wir einen Protokollanten. Markus, stöhnst du nochmal? Ja. Also ich schlage mal Markus vor. Es füllt das sowieso aus. Gegenstimmen? Super. Jetzt sage ich danke. Was wir noch brauchen, ist ein Wahlhelfer. Peter hat sich als erstes gemeldet. Der kann das, der hat den Job. Hat irgendjemand Einwände gegen den Wahlhelfer? Okay, dann hast du den Job. Gut, wir benötigen zwei Zeugen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung bescheinigen und bescheinigen, dass die Wahl nach den Grundsätzen geheimer freier Wahl durchgeführt wurde. Die sollten idealerweise aus der Versammlung kommen und nicht kandidieren. Thomas? Sonst keiner? Gut, dann TJ. Okay. Bestehen Einwände gegen die Zeugen? Beziehungsweise sind alle mit den Zeugen einverstanden? Das muss man positiv machen. Gut, ihr habt den Job. Ja, dann sind wir mit der schlimmsten Organisation durch. Der nächste Beschluss, den wir noch haben, wir hätten gerne eine Redezeitbegrenzung für die Kandidaten von 10 Minuten mit einer Empfehlung auf 3 bis 5 Minuten. Seid ihr einverstanden? Gegenstimmen? Gut, dann haben wir die Redezeit für die Kandidaten für die Vorstellung auf 10 Minuten begrenzt. Und damit wären wir bei den Kandidaten. Ich darf die Kandidaten bitten, nach vorne zu kommen. Hast du die Öffentlichkeit zugelassen? Die steht in der Geo. Ich habe unberechtigterweise Stimmkarten. Wer hat die? Bitte am Mann bereiten. Sonst kann ich nicht als Zeuge bestätigen, dass hier alles sauber abgelaufen ist. Wir haben ein geniales Wahlverfahren hier. Dietmar, kannst du einen Schritt kurz zur Seite gehen? Dankeschön. Er wollte nicht, dass der Handwerker von Lampen verdeckt ist. Ja, ich sehe nur Dietmar von hier. Sind neue Kandidaten, das ist ein Stück Schluss oder muss ich noch schauen? Steht noch mehr aus? Ja, du kannst jetzt auch. Ja, einmal lächeln. Nur meine Stimme. Einmal lächeln, wer alles kandidiert. Du kandidierst auch? Ja, dann nehmen wir dich gleich mit drauf. Alle 6. Ja, ich tue. Okay. Nachdem wir die ersten Fotos schon gemacht haben, wir haben ein geniales Wahlsystem. Hier drin sind Skribbelsteine und die Reihenfolge der Nummern gibt die Reihenfolge aller Vorstellung. Wenn du es wisst. Hier ging es schon. Ich kann dir ja keine. So. Vielleicht habe ich noch mal. Da steht eine Zahl. 10? Nein, es geht alphabetisch rein. Alphabetisch? Okay. Weil das war's gar nicht.
X. EX, ich denke. Ja, ist es ein 10 oder was? Der Buchstabe. Also, okay. Das war ein 10. D. D. Q. M. D1. E. B. Was geht nach dem Alphabet? Ja, dann stellt euch doch in die Reihenfolge. Ja. Stellt euch gleich rüber. Ich bin der Letzte mit X, oder? Nein, ich glaube, du bist der Letzte. M. Für welche M? Oder ist noch X, Y? Tatsächlich. Es geht noch immer noch schneller. Okay. Die hätten wir dann gerne wieder. Alles klar. Reihenfolge ist klar. Siegfried. Dieter. Herbert. Okay. Boris, Rebecca, Freier und Rebecca, Entschuldigung. Wenn die jetzt in der Reihenfolge steht, weißt du, der ist vielleicht gut oder anders. Mann fotografiert einfach gern. Danke. So, und darf ich Siegfried sich bitten, sich vorzustellen? Hallo, Test. Nein. Nein. Finger okay, Finger weg. Das ist nur für die übertragenen Streams. Ja, und das Team hört mich dann wenigstens. Ja, sehr schön. Gut. Ich stelle gleich erstmal. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Also vorweg erstmal, wer hat denn mein Watch-Profil gelesen? Finger, Hände hoch bitte. Gut, also keiner. Also 2, 3, 4 Leute, gut. Dann mache ich es ein bisschen ausführlicher, sonst hätte ich es ein bisschen abgekürzt. Mein Name ist Siegfried Kiermaier, ich bin 25 Jahre alt, Softwareentwickler in Ismaning seit 2 Jahren, war dann vorher in Niederbayern, habe da mit ein paar echt guten Freunden und tollen Piraten Bezirksverband Niederbayern gegründet. Es waren 2 tolle Jahre für mich als Schatzmeister. Wir haben Aktionen gemacht, wir haben in Niederbayern versucht, ein bisschen was zu ändern. Das ist uns ein kleines bisschen gelungen, nicht so gut, wie wir es gern hätten. Ich bin damals zu den niederbayerischen Piraten gekommen, als die ersten schon wieder gingen. Das war jetzt nicht unbedingt das beste Anzeichen, aber ich dachte mir damals so, egal was ich jetzt mache, ich bleibe jetzt dabei. Weil wir sind jetzt kein Phänomen, was jetzt da ist und dann wieder geht, sondern wir sind ein Zeitgeist, der entsteht und immer größer wird. Und in 10, 20, 30 Jahren wird sich keiner mehr wundern, wenn er die Piraten wählt und wenn man mit dem Internet verbunden ist und connected ist und was auch immer. Das alles passiert jetzt schon und jede Generation wird immer mehr und mehr und mehr. Und es wird Änderungen kommen von der großen Parteien, kommen nicht. CSU, CDU, da sage ich erstmal gar nichts zu den FDP. Ich brauche zu den Ganzen einfach gar nichts sagen. Ich glaube noch nicht mal zu den Grünen, tragischerweise. Das wird sich jetzt alles ändern und ich bin jetzt halt hier, um auch eben mit zu ändern. Und ich habe mir damals gedacht, warum will ich denn zumal in den Landtag, weil ich hätte mir auch für den Bundestag aufstellen können. Ich war aber auf der Aufstellungsversammlung, es war hochspannend und dachte mir so, warum will ich denn eigentlich irgendwo raus nach Deutschland, nach Berlin, wenn ich erstmal meine eigene Tür kehren müsste. Ja? Ich meine, wir haben ein wunderbares Freistaat Bayern, Kultur und Co. Und wenn ich dann als junger Mensch, ich bin 25, nach München ziehe, weil ich mir vorstelle, dass ich in Niederbayern zu wenig Geld verdiene für das, was ich leiste und kein richtiges Internet habe, dann sind das halt Probleme, die mich als junger Mensch einfach betreffen, von denen ich aber nicht repräsentiert sehe. Ja? Das sind so die kleinen Dinge, weil mir persönlich, das muss ich leider anders sagen, mir geht es sehr gut, ich bin Softwareentwickler. Wenn ich arbeitslos bin, dann kriege ich Anrufe, ob ich denn da und da wieder arbeiten möchte. Das heißt, ich habe nicht diese sozialen Probleme, beschäftige mich aber jeden Tag damit, weil ich das sehr unfair finde, dass ich mir, was weiß ich, also dass ich finanziell keinerlei Probleme habe, ich habe einen guten Job, das passt alles und in unserer Gesellschaft funktioniert so viel einiges nicht. Ja? Wir haben zwar das Grundeinkommen für uns definiert, aber in unserer Gesellschaft ist noch nicht angekommen, dass die Leute wie ich in den nächsten 20, 30 Jahren ganz, ganz viele Jobs wegrationalisieren werden. Das haben wir vor 20 Jahren schon gemacht. In China passiert das mittlerweile auch schon, da hat die Mittelschicht gar nicht mehr die Chance, überhaupt hochzukommen. Ja, dann werden die Leute in Foxconn, die da arbeiten, fürs iPhone und Co. zusammen, Sachen zusammenschrauben, die fangen an, da Maschinen und Roboter hinzustellen und dann kommen nicht mehr die Leute an Jobs. Und das wird langfristig ein großes Problem werden und ich hoffe, dass ich mit der Piratenpartei die richtige Partei gewählt habe
und denke mal, dass wir im Landtag und im Bundestag 2013 reinkommen. Es wäre eine richtig geile Sache. Ich freue mich drauf, genauso wie ich die letzten 2 Jahre in Niederbayern mich auf den Stammtisch mit den Leuten unterhalten habe. Es war eine super Sache. Ich freue mich auch, hier in der Landesgeschäftsstelle zu sein. Ja? Das haben wir jetzt auch schon innerhalb von wenigen Jahren geschafft. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. So, dann bin ich ja dran. Also ich war in München schon mal aktiv, und zwar bei der ASB. Vielleicht kennt ihr jemand noch. Wir haben damals die 3 Tunnels für München also favorisiert. Und nachdem das Programm durch war, haben wir uns wieder aufgelöst damals. Zu meinem Beruf, also ich bin Interim-Manager. Ich habe erst eine Lehre gemacht, dann zweiter Bildungsweg, habe dann Verfahrenstechnik studiert und dann BWL und dann auch in dem gleichen Fach promoviert. Mein Job ist eigentlich, insolvente Firmen oder von der Insolvenz bedrohte Firmen wieder wettbewerbsfähig zu machen. Die letzte Firma, bei der ich angestellt war, das war die Firma Airbus. Also, und zwar hatten die mich als CFO angestellt, in Hamburg oben. Ja, was kann ich noch viel sagen? Ja, ich habe, war ich im Bezirksausschuss in Bogenhausen. Ich habe damals für die ASB allein in Bogenhausen, wenn man es hochgerechnet hat, 18% der Stimmen dort geholt. Das ist kein Wunder, es war der Richard Strauss-Ring. Also mir liegt sehr viel an der Verkehrspolitik. Ich habe es gerade wieder gemerkt, als ich hergefahren bin. Ich habe von Schwabing bis hierher fast eine Dreiviertelstunde gebraucht. Da stimmt das Konzept hinten und vorne nicht mehr. Weil es wird nur immer gedacht bis 5 Minuten vor 11. Ich habe damals schon gesagt, ja, was machen wir denn, wenn wir mal die smogfreien Autos haben, haben sie gesagt, ja, das dauert noch 50 Jahre, also 50 Jahre sind sehr schnell vergangen. Also mein Hauptschwerpunkt liegt erstmal in der Wirtschaftsentwicklung im Generellen und natürlich dann im kleinen Bereich in der Verkehrspolitik. Also Verkehr sind unsere Lebensadern und die müssen funktionieren. Ja, sonst habe ich, also ich habe natürlich sehr viel zu kritisieren, vor allem auch im Wirtschaftsbereich, also Insolvenzrecht. Da gibt es auch viele Ungereimtheiten. Ich muss auch noch eins sagen, als ich Interim-Manager war, ich habe es immer gemacht, ich habe nie Leute entlassen, habe halt schon immer versucht, also letztendlich Arbeit in die Firma reinzuholen, das ist so. Und das spürt man, ich habe eigentlich immer versucht, die Leute erst zu inspirieren und nicht einfach vorher vor die Tür zu setzen. Ja. Gut, also ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählen würdet und übergebe an den nächsten Bewerber. Okay. Ja, also mein Name ist Herbert Gerhard Schön. Ich denke, ich bin hier der jüngste Pirat, also zumindest was meine Parteimitgliedschaft angeht. Ich bin erst seit dem 2. Mai 2012 mit dabei. Ich bin vor 51 Jahren in München geboren. Zu dieser Zeit hatte München 1,1 Millionen Einwohner. Jetzt sind wir bei 1,4 Millionen. Die langfristige Siedlungsprognose sagt für München bis 2030 1,55 Millionen Einwohner aus. Das ist mein Hintergrund, warum ich bei den Piraten bin. Also das Thema Natur- und Umweltschutz und Stadtplanung und Siedlungsentwicklung. Und da gibt es halt einfach die große Diskrepanz zwischen dem boomenden München und den, sage ich mal, vernachlässigten Rändern. Und das wird eines der Aufgaben sein, die die ersten Piratenlandtagsabgeordneten in München bewältigen müssen. Also die nächsten 5 Jahre der bayerischen Landespolitik zu begleiten. Und ich befürchte ganz stark, dass der nächste bayerische Ministerpräsident wieder Horst Seehofer heißen wird. Das heißt also, das wird für die Piraten eine ganz strikte Oppositionsarbeit sein. Ich selber habe den größten Teil meiner Lebenszeit in München verbracht, bis auf 4 Jahre am Bodensee. Da hatte ich 1992 versucht gehabt, eine Biometzgerei zu gründen. Die lief dann als Biometzgerei nur ein halbes Jahr. Dann sind wir 1995 wieder nach München zurückgezogen. Ich bin überwiegend Hausmann gewesen. Jetzt sind unsere Töchter erwachsen, jung erwachsen, beide noch in Ausbildung.
Meine Frau ist Hauptverdienerin und ich arbeite zurzeit bei der Landeshauptstadt München in der Stadtverwaltung, im Kreisverwaltungsreferat, als Außendienstmitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung. Das heißt, ich ärgere meine Mitmenschen, indem ich sie mit Verbandzettel quäle. Das wird mehr werden, weil natürlich die Leute, die nach München ziehen, auch ihre Autos mitbringen. Und das ist ein Zustand, den wir hoffentlich zunehmend als unerträglich empfinden, alle miteinander, wir in München lebenden Menschen. Und dass man da vielleicht von diesem hohen Level der motorisierten Individualverkehrs Leidenschaft, viele Autofahrerinnen und Fahrer sind sehr leidenschaftlich, dass wir da wieder runterkommen. Öffentlicher Personennahverkehr, wir haben hier in München die zweite Stammstrecke in der Diskussion, das wird eine große Aufgabe der Piraten sein, im Landtag das Finanzierungsdilemma offen zu legen und dieses Projekt so schnell wie möglich zu stoppen, weil wenn die erste Milliarde verbuddelt ist, dann ist es völlig wurscht, wie viel es danach noch kostet. Ansonsten, ich bin natürlich hier in München in vielen Parteien schon gewesen, das sollte man also vielleicht noch mitbedenken. Ich habe bei den Jusos angefangen, bin dann zu den jungen Liberalen gegangen, also zu den jungen Demokraten, das waren damals die jungen Liberalen. Dann war ich bei den Grünen 8 Jahre lang, dann war es eine Zeit lang mal Pause. Dann war ich kurzzeitig bei der FDP, als ich wieder in München war und bin dann 4 Jahre bei der ÖDP gewesen. Und bin jetzt 2012 von der ÖDP gewechselt zu den Piraten. Das war soweit mal meine persönliche Vorstellung. Dankeschön. Ja, ahoi, mein Name ist Boris Turowski, der eine oder andere kennt mich vielleicht. Kurze Vorstellung, ich bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem fernen Russland, aus Moskau, lebe seit Ewigkeiten in München. Bin 2009 den Piraten beigetreten, in erster Linie wegen dem Themenkomplex Urheberrecht, weil es die einzige Partei ist, die ein einigermaßen ordentliches Konzept dazu hat. Ich hatte auch einige Bauchschmerzen mit den Piratenvorschlägen zum Urheberrecht. Eingetreten bin ich in dem Moment, als ich gemerkt habe, ja, wenn du Bauchschmerzen hast, tritt ein und veränder das. So ist es dann auch gekommen. In der Partei habe ich seitdem an vielen Fronten mitgewirkt. Beim Urheberrecht habe ich die entsprechende Arbeitsgruppe gegründet und geleitet und da auch bei zahlreichen Podiumsdiskussionen aufgetreten. In der Pressearbeit bin ich auch seit der Bundestagswahl 2009 in den verschiedenen Text- und Presseteams unterwegs. Organisatorisch leite ich die Bayerische Antragskommission für die Programmparteitage und auch die ganze Bude hier, die Geschäftsstelle. Hört sich glamourös an, Geschäftsstellenleiter ist es nicht wirklich, aber muss auch gemacht werden. Und ja, dank meines Hintergrunds in Russland bin ich auch international ganz gut vernetzt, habe der russischen Piratenpartei auf die Sprünge geholfen, als die sich gegründet haben und koordiniere jetzt in der Dachorganisation Pirate Parties International das Übersetzungsteam. Jetzt, um mal von den Köpfen bzw. von meinem Kopf zu den Themen zu kommen. Landesebene ist ja oft als ein für Piraten sehr schwieriges Pflaster angesehen. In der Tat, Themen wie Urheberrecht, Bürgerrechte, Datenschutz sind eher auf Bundesebene oder sogar noch weiter international angesiedelt. In der Tat haben wir aber ziemlich viele Themen, die wir auf Landesebene auch im Landtag voranbringen können. Das fängt bei unserem Kernthema Transparenz an, da ist gerade in Bayern einiges in Brachen. Bildung ist ein Landesthema, das wir als Piraten voranbringen müssen. Wir haben da schon einige sehr gute Positionen, müssen uns da auch noch weiter intern weiterentwickeln. Medienpolitik wird weitgehend auf Landesebene gemacht, zum Beispiel der Rundfunkstaatsvertrag, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelt, oder auch der Jugendschutzmedienstaatsvertrag, der immer wieder für Aufreger sorgt, weil da regelmäßig irgendwelche Zensurvorstellungen auftauchen. Sicherheitspolitik hat sich die CSU auf die Fahnen geschrieben. Das Problem ist, Sicherheitspolitik à la CSU ist mit den Bürgerrechten nicht so wirklich vereinbar, liegt auch an uns als Piraten, da Einhalt zu leisten. Und das sind nur ein paar Themen, Verkehrspolitik wurde auch schon erwähnt, da haben wir dank Andreas Witte ein sehr gutes, sehr ausgereiftes Positionspapier zur zweiten Stammstrecke. Wir müssen bedenken, gerade in Bogenhausen, in dem Stimmkreis 102, da liegt ja auch Haidhausen, wo
eine große Belastung durch den Bau der zweiten Stammstrecke kommen würde. Das heißt, das müssen wir gerade in diesem Stimmkreis auch ganz genau unter die Lupe nehmen. Und ja, neben den Themen sind das für mich auch zwei Grundwerte, die ich als Pirat vertrete und vertreten möchte. Das sind die Grundwerte der Freiheit und des Fortschritts. Die Freiheit bedeutet, dass sich jeder Mensch frei entfalten können soll. Freiheit bedeutet Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Damit gab es in den letzten Wochen, glaube ich, auch ein paar Probleme CSU-mäßig. Die anderen Parteien sind da leider nicht besonders gut aufgestellt, egal ob man jetzt nach links schaut zu den Grünen oder nach rechts zu der CSU. Da geht es eher darum, zu überwachen, zu verbieten. Und auch beim Fortschritt sind die Piraten Vorreiter. Wir haben nicht erst seit Erfindung des Internets gewusst, dass gesellschaftlicher und technischer Fortschritt Hand in Hand gehen, dass wir von neuen Technologien und neuen Entwicklungen die Chancen sehen müssen und nicht nur die Risiken. Auch da gibt es leider bei den anderen Parteien eher den gegenteiligen Konsens. Gerade beim Internet werden ja immer die schlimmen Folgen beschworen und keiner macht sich die Chancen zu eigen. Und das sind die zwei Konzepte, die wir als Piraten wieder hoch auf die Fahne heben müssen und in die bayerische Politik bringen müssen. Ja, deshalb bitte ich um eure Stimme und euer Vertrauen, dass ich diese Themen und Konzepte auch mit eurer Hilfe im Wahlkampf und später hoffentlich im Landtag vertreten kann. Danke. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, ich bin Freya Lippold. Ich bin seit April 2012 bei den Piraten und bin vom Beruf Betriebswirtin, bin 57 Jahre alt, habe eine Tochter, die hier in München Philosophie studiert und bin seit 2007 wieder in München. Ich habe im Laufe meines Lebens, weil in Bamberg geboren, also hurra, ein Oberfranke, schon eine halbe Rundreise aus beruflich und privaten Gründen durch Bayern gemacht. Ich habe also sowohl in Oberfranken als auch in Mittelfranken gewohnt. Ich habe in Baden-Württemberg, ist zwar außerhalb, aber doch immer noch süddeutsch gewohnt. Und bin ich habe 10 Jahre an der Nordseeküste gewohnt, war da bei der CDU als Schatzmeister tätig, bin aber 2000 da ausgetreten und bin jetzt seit 2007 aus beruflichen Gründen wieder in München. Ich habe von 1980 bis 1988 bei der Bundesvermögensverwaltung gearbeitet, im öffentlichen Dienst, sprich im Bundesnachrichtendienst. Und bin dann aus beruflichen und privaten Gründen nach Amerika gezogen und zurückkommend dann an die Nordseeküste und dann wieder hier in München sozusagen aufgeschlagen. Zu den Piraten kam ich, weil ich politikverdrossen war und es zum Teil auch immer noch bin. Und dann habe ich mitgekriegt, dass die Piraten über den Verbot der Kinderpornografie im Internet, das Internet überwacht werden sollte, und habe dann gemerkt, dass die Ursula den Berliner Piraten demzufolge den Weg ins Parlament geebnet hat, und habe gedacht, okay, jetzt sind sie in Deutschland auch erfolgreich. Dann habe ich hier in München festgestellt, und das war dann mein Hauptanliegen, weil ja seit Jahrzehnten beobachtet wird, wie unsere sozialen Instrumente für die Masse der Bevölkerung immer mehr ausgehebelt wird, habe mich dafür das bedingungslose Grundeinkommen interessiert und habe bei einem Vortrag von Götz Werner auch Piraten gesehen und habe mich dann entschlossen, weil ich mir gedacht habe, ups, dafür sind sie auch, in der Piratenpartei einzutreten. Ein anderer Grund, in die Piratenpartei einzutreten, war eben auch die Tatsache, dass über die Digitalisierung der Gesellschaft, über die sich oder ich mir persönlich auch vorher nicht viel Gedanken gemacht habe, eben festzustellen ist, dass der Staat immer mehr versucht, in die persönliche Freiheit des Einzelnen einzugreifen und dass man sich oft überhaupt keine Vorstellung macht, wenn man sich im Internet bewegt, was passiert da eigentlich? Und habe dann das Grundsatzprogramm der Piraten durchgelesen und fand auch sehr gut die Ausführungen darüber, dass es ganz wichtig ist,
Bildung und Erziehung von Anfang an für jeden angedeihen zu lassen, damit er weiß, welchen Nutzen, aber auch welchen Schaden das Internet anrichten kann. Nutzen insofern, dass in Zukunft die Generationen das Internet brauchen werden, um an der Bildung teilnehmen zu können, dass sie aber auch dahingehend gebildet werden müssen, dass sie im Internet und nicht missbraucht werden und auch selber das Internet nicht missbrauchen. Und das setzt eben voraus, dass ein Mensch gebildet ist und dass er einen respektvollen Umgang mit seinem Nächsten pflegt, weil wir wissen ja alle, dass das Internet sehr großen Schaden anrichten kann und die Anonymität verleitet den einen oder anderen zu ganz seltsamen Stilblüten, sage ich jetzt mal. Ich bin in der Piratenpartei bisher insofern tätig gewesen und es hat mir bis jetzt sehr großen Spaß gemacht. In der AG 60 Plus, wo mir besonders am Herzen liegt im Rentenprogramm und in dem, was im Augenblick am Werden oder am Nichtwerden ist, das ist mein spezieller Punkt, dass ich die Unterscheidung zwischen Kindern, die vor 92 geboren sind und die danach geboren sind, dass man den Frauen da jeweils ob nach 92 drei Jahre Rentenpunkte anrechnet und den Frauen davor nur ein Jahr. Das heißt, die drei Jahre nach 92 werden mit dem einen Jahr vor 92 verrechnet. Also es ist keine Leistung des Steuerzahlers und auch nicht der Bundesregierung, sondern man nimmt den vor 92 Gebärenden einfach weg, um es den nach 92 Gebärenden zu geben, finde ich persönlich völlig ungerecht und ist auch keine Rentengerechtigkeit. Deswegen AG 60 Plus, aber auch damit alle einzahlen und damit die Rentenformel auch für die zukünftigen Generationen wieder aufgeht. Das ist mein Hauptanliegen, was die AG 60 Plus betrifft. Zusätzlich bin ich im Pirate Debate und habe mich dann mit einem Ausflug über die FG Wirtschaft, wo mir nicht unbedingt die Plattform geboten wurde, die ich gerne gehabt hätte als Betriebswirt, aber das kann ja noch kommen, bin nebenbei noch bei der IG Maibaum und Tuba, die sich hauptsächlich auf die Fahnen gesetzt hat, was ja auch ein Landtagsthema ist, die Pflege des bayerischen Brauchtums und der bayerischen Kultur. Warum ich mich habe aufstellen lassen oder ich mich selber aufstelle, hat folgenden Grund, weil ich der Meinung bin, dass ich eine Bevölkerungsgruppe repräsentiere und das ist jetzt nicht mein Verdienst. Ich kann nichts dafür, ich bin eine Frau, ich bin über 45 und wir haben Probleme, die eigentlich von keiner Partei aufgegriffen wird. Auch nicht von der CDU, nicht von der CSU, obwohl die hauptsächliche CSU-Wählerin, die Frau ab 45 oder sogar jünger, in katholischen Frauenverbänden sind. Aber wenn man die Frauen mal fragt, wenn sie hier arbeitslos sind, wenn sie, wie die Frau Hadertauer immer so schön sagt, gebrochene Lebensbiografien haben, darunter wird verstanden, dass man eine Zeit lang aus dem Beruf raus war, weil man Kinder erzogen hat und so weiter, dass für diese Frauen eigentlich in der Politik nicht viel und gar nichts gemacht wird. Und ich bin der Meinung, dass die Piraten auch ältere Frauen haben sollen, damit auch diese Wählerinnen angesprochen werden. Und wir dürfen nicht vergessen, zahlenmäßig ist das eine Bevölkerungsgruppe in Bayern, die schätzungsweise, ich habe verschiedene Zahlen gefunden, so circa allein in Bayern, also Frauen zwischen 45 und 60, die darüber, die werden gar nicht erwähnt, so um die 350.000 potenzielle Wählerinnen sind, wo ich der Meinung bin, die sollten wir als Pirat auch ansprechen oder als Piratin und die sollten wir nicht im Regen stehen lassen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich der Sache dienlich bin und den Piraten, mache ich mich dafür stark, das wäre mein Hauptthema, dass Frauen, die über 45 sind, über 50, aus dem Beruf raus, sprich auch vorzeitig in Rente gehen, da wieder eine Plattform haben, damit die wieder einer sinnvollen und einer dauerhaften Beschäftigung vor allem zugeführt werden. Das wäre mein Hauptanliegen, wenn ich in den Landtag kommen sollte. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr mich wählt. Ja, guten Abend. Ich bin Rebecca Wissner. Ich bin aktiv bei der AG Familienpolitik bzw. leite die. Ich bin aktiv bei den Neupiraten,
und mache das mit Christopher zusammen, dass wir Neupiraten begrüßen. Bin hin und wieder beim Paradebating, bin stellvertretender Vorstand in unserem Kreisvorstand München. Aber ich möchte euch hier jetzt nicht mit langen Reden langweilen, um euch zu sagen, wie toll ich bin. Die einen wissen es, die anderen interessiert es vielleicht nicht. Von daher möchte ich jetzt auch nicht unbedingt auf die Themen eingehen, denn mir ist was anderes auch im Landtag wichtig. Wir Piraten, wir werden als die Kleinkinderpartei angesehen. Uns nimmt man nicht ernst. Und gerade deswegen finde ich es halt wichtig, im Landtag mit anderen kommunizieren zu können und anderen zu zeigen, dass wir ernst zu nehmen sind. Dass wir nicht mehr nur Visionen haben, sondern dass wir Pläne haben. Dass wir konkrete Vorstellungen haben, wie man was umsetzen kann. Und darum möchte ich mit der Basis zusammen gerne diese Pläne umsetzen und in den Landtag einbringen. Und darum hoffe ich auf eure Stimme. Vielen Dank. Gut, super. Danke euch für die Vorstellung. Und damit eröffne ich die Fragerunde. Feuer frei. Thomas? Thomas, ja? Okay. Rebecca, da du dich mit Familienpolitik beschäftigst, der bayerische Gesundheitsminister hat gestern eine Studie vorgestellt, die sich mit der Situation von Kindern in Bayern beschäftigt. Kannst du mir sagen, um was es in der Studie geht? Kann ich dir leider nicht, weil ich von gestern bis heute unterwegs war und dir nicht sagen kann, was er da vorgestellt hat. Also aber es geht um die Übergewichtigkeit von Kindern in Bayern. Mhm. Und dabei ist interessant, dass das in zwei Regierungsbezirken sehr stark auftritt. Das ist Niederbayern und die Oberpfalz. Bezüglich der des Übergewichts. Nein, jemand überlegt, was für Maßnahmen die Politik ergreifen kann, um da eine Besserung des Zugangs zu haben. Also Schulsport ist eine Variante, die ich jetzt aber nicht unbedingt für so ratsam halte. Also es ist wichtig, Bewegung zu fördern. Ich finde, das sollte auch außerhalb vom Sport geschehen. Es sollten Aktivitäten und Freizeitgestaltung gefördert werden, indem man Jugendliche dazu animiert und ihnen den Spaß wieder daran bringt, sich zu bewegen und nicht nur zu Hause vorm PC beispielsweise zu sitzen. Eine solche Maßnahme würde ich mir vorstellen. Außerdem ist neben der Bewegung natürlich auch noch Ernährung sehr wichtig. Und ich denke, hier ist ein Großteil falsch gelaufen, denn viele Eltern setzen ihre Kinder dann vielleicht zu McDonald's oder sonst irgendwas und wahrscheinlich kann man dem am besten entgegenkommen, wenn man mit Aufklärung arbeitet. Wenn man die Leute wirklich darüber informiert, was gesund wäre, wie einfach beispielsweise auch gesundes Essen zuzubereiten ist, dass es nicht immer Sternekoch sein muss und dass man hier ansetzt und versucht, Kindern vielleicht auch durch Kochunterricht in der Schule schon beizubringen, wie man sich besser ernähren kann, wie man sich besser bewegen kann, um ein gesundes und ausgeglichenes Leben zu führen. Danke für die Antwort. Das wollte ich gar nicht wissen, sondern ich wollte eigentlich nur wissen, ob du die Studie kennst. Das hatte ich ja beantwortet. Nein, die kannte ich noch nicht. Wer von euch ist auf Vorsprung-Piratenpartei.de angemeldet und hat da schon mal Fragen beantwortet? Und könnt ihr vielleicht ein Beispiel nennen, welche Fragen euch da besonders in Bezug auf Bayern interessiert haben? Von den drei Fragen auf einmal. Ja, eben an die drei Leute, die auch angemeldet sind und dort Fragen beantwortet haben. Du machst ja noch eine Frage. Also ich muss gestehen, mir sind Fragen gestellt worden. Die allererste Frage, die mir gestellt wurde, war, du bist eine Piratin, wie schaffst du es, den Männlichen, dir bei den Männern Gehör zu verschaffen? Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, diese Frage, oder was sie überhaupt zur Sache tut. Von daher habe ich sie zwar beantwortet, aber nicht ernst genommen, sagen wir es so. Denn ich glaube, das hängt nicht mit dem Geschlecht zusammen. Und wirklich spannende Fragen habe ich jetzt leider weniger erlebt. Denn die meisten zielen darauf ab, wie viel wirst du von deinem Gehalt dann abdrücken? Oder andere Fragen, die sehr umfassend sind und sehr allgemein. Und von daher kann ich dir leider nicht sagen, welche ich die interessanteste Frage fand. Ja, also ich habe ein paar Fragen gestellt bekommen. Die hatten eigentlich allesamt nichts mit Bayern zu tun. Wahrscheinlich... Ja, eine der spannendsten Fragen
war sinngemäß, du bist ein rechter Fascho, was jetzt? Und meine Antwort war ebenfalls sinngemäß und absolut wahrheitstreu, dass ich weder mit rechten Gedankengut noch mit Faschos noch mit Antisemiten irgendwas am Hut habe und im Gegenteil, dass auch bei zahlreichen Anlässen meine Ablehnung dieser Ideologien zum Ausdruck gebracht habe. Ich habe auch einen Antrag gegen Antisemitismus zum Bundesparteitag gebracht. Ja, gab noch ein paar Fragen in dieselbe Richtung, aber die Antwort bleibt dieselbe. Also die spannendste Frage war für mich eigentlich, was mich ausmacht, im Landtag reinzukommen. Und ich habe darüber selber lange nachgedacht und ich habe also bei jeder Frage wirklich lange, lange nachgedacht, weil es war sau schwierig. Entschuldigung, meine Wortwahl. Komm aus Niederbayern, da sagt man das so. Nein, das Problem war es, warum nicht Bundestag, sondern Landtag für mich. Und es war mir relativ einfach klar. Ich war in Niederbayern in Passau vor 2 Jahren, bin mit meiner Mutter spazieren gegangen, eine halbe Stunde um die Ecke und dann waren wir in der Isarauen und es war wunderschön. Und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und mein größtes Bedürfnis war, aus diesem Kaff rauszukommen, aus Niederbayern rauszukommen, die Welt zu sehen, bis ich irgendwann realisiert habe, die Welt ist eigentlich so viel schöner oder anders. Die ist zwar anders, aber die ist nicht schöner, sondern das, was wir hier haben, ist wirklich toll. Wir haben ja so viel mehr als ganz viele anderen. Wenn wir allein Bayern anschauen als Kulturstaat, wir sind weit, weit, weit vor ganz vielen Ländern, unglaublich weit und wir respektieren das nicht, wir sehen das gar nicht. Also ich habe das lange oberflächlich betrachtet, bin im Mai auf die Zugspitze in 2 Tagen zu Fuß. Es war so eine geile Tour. Und ich möchte eigentlich nicht im Bundestag da irgendwas machen, sondern ich will den Landtag, ich will den Bayern aufräumen, ich will den Bayern dieses schwarze Etwas rauskriegen. Ich möchte irgendwie die Leute motivieren, in Niederbayern auch Spaß zu haben, wieder aufs Land zu gehen, weil es ist wirklich eine tolle Sache. Das war die Antwort drauf. Also mir wurde gefragt, warum das mich ausmacht und weil ich eben erkannt habe für mich, dass das Bayern ein wirklich, also dass mir Bayern so viel wert ist, dass ich mich hierher stelle, ja, vor ganz vielen Leuten. Okay. Ich habe eine Frage an alle 6, allerdings bitte kurz und knapp beantworten. Welche 2 Ausschüsse wären eure Favoriten und was befähigt euch dafür in diese Ausschüsse? Sprich, wo habt ihr eure Kompetenzen? Ganz kurz und knapp. Also meine favorisierten Ausschüsse wären Gesundheit und Umwelt. Einfach, weil ich es interessant finde und weil ich es wichtig finde, was man machen muss für die Zukunft. Und Familie, Soziales und Arbeit, klar durch die Familienpolitik. Was hast du bisher daran gemacht? Kompetenzen daran? Ich habe bisher in der AG Familienpolitik mitgearbeitet, finde das Thema wahnsinnig spannend und finde, da muss dringend auch an der frühkindlichen Bildung zum Beispiel gearbeitet werden, also Kitas zum Beispiel, da muss einiges getan werden und dafür möchte ich mich auch einsetzen. Meine 3 Ausschüsse wären in erster Linie, wie gesagt, Arbeitsmöglichkeiten für Frauen 50 plus in Bayern. Bitte? Ja, aber in 12 Ausschüssen. Es gibt 12 Ausschüsse im Landtag. Sicherheitsausschuss. Sicherheit. Innere Sicherheit. Gibt es auch nicht. Sicherheitspolitik. Nein, gibt es nicht. Ich habe hier die Liste, gibt es nicht. Gibt es den Tierschutz? Dann liest doch mal vor, was es gibt. Nein, das will ich ja wissen von dir, wo du dich eingebracht hast. Von allen. Die Frage ist gestellt, jetzt hörst du halt die Antworten an. Ja, gut. Ja. Also ich würde mich für die Sicherheit, für die bayerische Sicherheit interessieren. Befähigen tut mich Folgendes. Ich habe 3 Berufe. Ich bin Optiker, ich bin Sicherheitsfachwirt und Betriebswirt. Und ich habe über 10 Jahre in der öffentlichen Sicherheit gearbeitet und habe auch 5 Jahre in der privaten Sicherheitswirtschaft gearbeitet. Was mich noch interessieren würde, es liegt mir sehr am Herzen, das ist der Tierschutz. Auch speziell für Bayern, weil Tierschutz ja auch Ländersache ist. Und zwar gegen Massentierhaltung und Tierschutz im Allgemeinen. Ja, ich habe da ein bisschen einen unfairen Vorteil, weil ich schon vor der Versammlung mit der Frage konfrontiert wurde und mir zumindest die Liste der Ausschüsse anschauen konnte. Von der Liste, die es gibt, wären es die Ausschüsse für Hochschule, Forschung und Kultur sowie der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
was mich dazu befähigt. Das sind Themenfelder, die mich interessieren. In Richtung Wirtschaft hilft da auch mein Studium der Wirtschaftsmathematik weiter. Und ja, ich muss das nochmal wiederholen. Ich bin nicht ein tiefer Experte auf einem dieser Felder. Deshalb bin ich auch auf die Basis und auch auf unsere Experten, also zum Beispiel Verkehrspolitik, Andi Witte, der gerade gekommen ist, oder Hochschulpolitik Flo, angewiesen. Und das ist grundsätzlich auch für jeden Abgeordneten so. Ein Abgeordneter kann nicht Fachexperte in 7, 8 verschiedenen Politikbereichen sein. Der ist auf die Zuarbeit aus der Partei angewiesen. Das möchte ich nochmal klarstellen. Danke. Also sagen wir mal, meine zwei Wunschziele wären einmal Landwirtschaft, weil ich mir denke, dass ich mit meiner Vernetzung über die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und über die Tagwerkgenossenschaft und über den Bund Naturschutz zumindest da auch die Informationsressourcen auch nutzen kann, weil ich ja in der Hinsicht also kein studierter Agrarökonom bin, ich bin nur Metzger, habe zwar beim Biometzger gelernt, kenne also die Problematik der Landwirtschaft, genauso der konventionellen wie auch der biologisch wirtschaftenden Betriebe. Der zweite Ausschuss wäre der Verkehr, weil das nämlich in Bayern der Dreh- und Angelpunkt der Regionalentwicklung ist. Und da gilt es dann genauso, also meine Vernetzung geht über den Bund Naturschutz bis hin hier in München zum Arbeitskreis attraktiver Nahverkehr und ja, bin auch kein Verkehrsexperte. Ich bin nur willens, also Nerven zu fragen. Nochmal kurz, also ich habe es ja dargestellt, ich bin für Wirtschaft und Verkehr, und das wären meine Ausschüsse. Jetzt könnten wir sagen, ja, was wird mich befähigen? Also ich habe in Washington, war ich bei der Weltbank ein halbes Jahr. Ich habe in Illinois schon studiert und habe in Bloomington studiert. Also ich habe auch über internationalen Technologietransfer promoviert, also ich glaube, dass ich mich da einigermaßen gut auskenne. Und in der Verkehrspolitik, ja, da habe ich ja hier gerade in diesem Bereich habe ich Stimmen gesammelt, als wir damals für den P-Tool-Ring noch geworben haben. Und wir damals als die Verrückten angesehen wurden. Und heute sagen alles klasse. Ja. Also ich denke, dass ein gesunder Weitblick also durchaus wichtig ist, der ja heute sehr stark zu wünschen übrig lässt. Also das war aber schon immer so, ja. Es gibt halt Leute, die in die Zukunft denken, und es gibt Leute, die also letztendlich das Bestehende bewahren wollen. Und ich bin halt eher einer, der in die Zukunft blickt. Gut, danke. Das waren Teile eines Ausschusses. Also der erste Ausschuss wäre Familie, Soziales und irgendwas anderes. Du weißt das wahrscheinlich ganz genau. Ich habe mich damit beschäftigt, ich kenne die Ausschüsse grob, aber ich kann die nicht aufzählen. Ich bin nicht der Mensch, der die Dinge so aufzählt, wenn es nicht braucht. Familienpolitik ganz einfach deswegen. Ich habe 4 Schwestern, ich bin in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber ganz ehrlich, da gibt es wahnsinnig viel Streitereien, soziales Umgewerfe, was auch immer. Das sind einfach Themen, oder das ist warum der Grund, warum ich das gerne machen möchte, weil es bei uns selber in der Familie, es war nicht einfach. Ich habe alle meine 4 Schwestern super lieb, aber ich glaube, dass es Familienpolitik auch ganz viel, ich beobachte das auch immer gern, wenn ich in der S-Bahn rumfahre oder sehe, ich beobachte die Menschen auch ganz gern. Und mir ist es eigentlich unglaublich wichtig, wie die Menschen selber reagieren und denken. Und das Zweite, also ich habe jetzt dann das Dritte, ist Drogen und Sucht, da weiß ich allerdings nicht, wo genau es reinkört. Da will ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil das ist, können wir noch nachher fragen, wenn ihr Fragen habt. Aber zum Familienpolitik selber nochmal kurz. In der ersten Klasse konnte ich nicht wirklich lesen, ich war da richtig schlecht. Und wenn mich meine Mutter nicht hingesetzt hätte mit mir, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin, weil in der 2. Klasse war ich der schnellste Leser. Und ich weiß ganz genau, da sitzen ganz viele Menschen draußen oder Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene, die Eltern haben, vielleicht nicht mal beide Elternteile haben, sondern vielleicht nur einen Elternteil oder ein Elternteil, was den Scheiß interessiert, was das Kind macht, oder einfach die finanziellen Möglichkeiten überhaupt nicht haben, einfach Nachhilfe zu geben. Nachhilfe ist wahnsinnig teuer und ohne Nachhilfe geht es in Deutschland eigentlich bei ganz vielen einfach nicht. Und es ist so eine soziale Ungerechtigkeit, die muss man eigentlich ändern. Und deswegen würde ich auch da ganz gern rein. Okay. War auch Teil eines Ausschusses. Okay. Frage auch an alle Kandidaten, vielleicht fangen wir hier an. Was gehört zur Gesetzgebungskompetenz des Landtags und nicht des Bundestags? Wie viele Beispiele? Mir reicht eins.
Schulpolitik. Das entscheidet das Land und finde ich auch entsprechend wichtig für Soziales. Wobei es jetzt auch Zentralabitur gibt, aber... Direkt Gesetzgebungskompetenz, beispielsweise das Hochschulgesetz, das auf Landesebene verabschiedet wird. Außerdem gibt es halt die zahlreichen Staatsverträge, die eben auch auf, zwar auf Bundesebene gelten, aber unter den Landesregierungen ausgehandelt werden. Also ich muss mich da auf meinen Vorrednern anschließen, natürlich die Bildungspolitik, ja, die stark zu wünschen übrig lässt. Es kann nicht sein, dass also in Baden... Also was mich immer beschäftigt, ist die Bayerische Bauordnung. Weil da halt sehr viele Dinge da eingeschrieben sind, die geändert werden müssen im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung. Ja gut, alles das, was meine Vorredner schon gesagt haben. Und für mich ist es trotzdem immer noch wichtig, und das ist Ländersache, das ist Tierschutz und das ist die Kampfhundeverordnung. Ja, also was meine Vorredner schon gesagt haben, ist eindeutig und beispielsweise Drogenbesitz wird auch auf Länderebene ausgehandelt, also wie viel Gramm man beispielsweise bei sich tragen darf. Würde mir jetzt noch abweichend einfallen. Okay, dann ist Michelle wieder. Frage an die anderen drei, die jetzt nicht im Watch waren. Warum wart ihr da nicht und wie steht ihr grundsätzlich zu solchen Beteiligungsmöglichkeiten? Also würdet ihr sowas in der Art auch im Landtag dann einsetzen? Grundsätzlich ja. Ich bin noch nicht im Watch, weil ich der Meinung bin, Information so viel wie möglich oder so viel wie nötig. Ich würde es aber sofort tun, wenn ich gewählt bin, weil das bin ich der Öffentlichkeit dann schuldig. Wiederholst du das mal ein bisschen lauter, weil meine Tuben nämlich zu sind. Ob ihr in dem Abgeordnetenwatch seid, ihr ja nicht in dem Piratenwatch, also in dem Ton von Abgeordnetenwatch, das wir jetzt genutzt haben, um unsere Kandidaten selber jetzt mal zu befragen, sind wir ja nicht drin. Seid ihr nicht drin? Ja, okay. Warum nicht? Mhm. Und ich sehe das als eine Beteiligungsmöglichkeit, Kontakt aufzunehmen, auch mit Bürgern. Das ist dann auch das große Abgeordnetenwatch. Also wie steht ihr grundsätzlich zu solchen Beteiligungsmöglichkeiten, dass einfach ein Bürger, wie er ist, hergehen kann und sagen kann, ich frage dich jetzt direkt. Also ich kenne das jetzt mal nicht, weil ich bin ja relativ spät, habe ich mich da jetzt eingetragen. Aber ich denke mal, das macht ja die Piratenpartei aus, dieser unmittelbare Kontakt natürlich zu den eigenen Mitgliedern und auch zu Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, man sollte ja als Abgeordneter sich da nicht abschließen, sondern halt offen sein und auch dann Ideen, die kommen, auch aufnehmen und dann auch als Transmissionsriemen in den Landtag hineinbringen. Da bin ich dran. Ja, also ich kenne das jetzt auch nicht. Ich habe auch sehr spontan habe ich mich dafür, also ich habe schon lange darüber nachgedacht, aber habe mich sehr spät dazu entschlossen, es zu machen. Aber ich bin natürlich auch für die Basisdemokratie und natürlich äußerst wichtig, dass sich jeder Bürger entsprechend einbringen kann. Aber ich denke, das ist alles nur Organisationssache. Ja. Okay. Und Chris? Ja, ich hätte eine Frage an alle. Wie genau stellt ihr euch vor, wenn ihr denn tatsächlich in den Landtag kommt, mit der Basis zu kommunizieren? Was sind eure Pläne? Einfach reihum. Wie wollt ihr zu den einzelnen Bereichen oder wie wollt ihr allgemein noch am Puls der Piraten hängen? Ja, also ich habe jetzt wieder angefangen zu twittern. Google Plus, Facebook. Ich bin eigentlich immer online oder nicht immer online, aber erreichbar. E-Mail, wie auch immer. Mir ist ganz wichtig, mir ist es wahnsinnig wichtig, die Basisdemokratie. Ich würde zum Beispiel, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das verbessern könnte und zum Beispiel Mittagessen. Ganz banale Dinge, jeder kann mit mir Mittagessen und mit mir da reden. Ich möchte natürlich auf den Stammtischen aktiv bleiben, mehr machen etc. Das ist, wenn mir jemand eine Frage stellt per E-Mail oder mich anruft und ich habe Zeit, dann beantworte ich sie. Ja, ja, kann ich mich erstmal anschließen, also sowohl online als auch offline bin ich ganz gut erreichbar, verbringe auch viel Zeit in der Geschäftsstelle, bin bei Stammtischen regelmäßig dabei, antworte auch auf Anfragen, wenn die denn über Mail, Twitter oder sonst was kommen. Zusätzlich, falls wir es schaffen, bis zur Landtagswahl ein funktionierendes Feedback-System zu etablieren, das auch eine entsprechende Beteiligung hat, dann wäre das auch eine Rückkopplungsmöglichkeit, dass die zumindest Meinungsbilder abgegriffen werden, auf die ich mich dann stützen kann.
Also ich denke, dass es schon wichtig ist, sich mit den Kollegen dann vorher abzustimmen und auch die Themen entsprechend dann voranzubringen, weil sonst stehe ich ja dann irgendwie ohne Rückhalt da. Ja. Das muss ja alles abgestimmt werden. Also ich brauche das nicht, dass man dann öffentlich irgendeiner in den Rücken fällt. Also werde ich das immer mit den Stimmkreisen abstimmen dann. Und natürlich die normalen Mittel, was die vorher da schon gesagt haben, also alles, was über Internet geht, also Twitter etc. Gut, danke. Also bei der Frage denke ich mir zuerst einmal, wie ich es nicht machen möchte. Ich möchte also nicht so machen wie Dieter Janacek, der auf Facebook und auf Twitter sehr viel Zeit mit nichts verbringt, weil das geht einem ja dann letztendlich an der ernsthaften politischen Arbeit ab. Also, wenn es denn soweit wäre, natürlich Facebook und Twitter, ganz klar, Liquid Feedback auch. Was mir aber persönlich am Herzen liegen täte, wäre eine fest eingerichtete Sprechstunde. Das könnte sowohl im Büro im Landtag sein, als auch in der Geschäftsstelle. Und ganz wichtig, die Basisberaten zu Petitionen anregen. Petitionen einreichen, weil das sind die, die tatsächlich, wo man sieht, wo dem Bürger der Schuh drückt und die dann auch tatsächlich im Landtag bearbeitet werden. Also gesetzt dem Fall, dass wir in den Landtag kommen, wovon ich stark ausgehe, gesetzt dem Fall, dass ich dabei bin, denke ich, wird mir die Zeit fehlen, zu Stammtischen zu gehen oder regelmäßig in den AGs zu sitzen. Ich werde über Twitter erreichbar sein, über E-Mails erreichbar sein und ich plane, eine Schwertliste anzulegen mit Leuten wie Andi Witte oder Flo beispielsweise, die ich für Themen befragen kann, die auch in den AGs kommunizieren und die sich damit super gut auskennen. Und natürlich, ich bin gespannt auf das Pirate-Feedback, habe mich heute Morgen endlich angemeldet und das ist natürlich auch eine wunderbare Methode, um im Kontakt mit der Basis zu bleiben. Dann nur Thomas, glaube ich. Also damit das Ganze hier nicht zu staatstragend wird, habe ich vielleicht mal eine lustige Frage an alle Kandidaten. Ich bitte einfach nur ums Handzeichen. Wer kann mir die erste Zeile der Bayernhymne nennen? Die erste Zeile oder was? Die erste Zeile. Oder die erste Kandidaten. Wenn Sie wollen, sagen. Gott mit dir, du Land der Bayern. Die zweite Strophe geht los. Jetzt kommt es auch. Zweite Frage, ganz kurz, Handzeichen von jedem. Wer kennt die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags? Wer sie kennt? Ja, von den Kandidaten. Wer sie gelesen hat, mal angeschaut hat. Weil das ist eigentlich das Rüstzeug für das Mandat und das sollte man drauf haben, wenn es sich bewirbt. Also verstehst du unter Geschäftsordnung die Aufgaben? Ja, mich würde es mal interessieren, wie verwurzelt ihr in eurem Wahlkreis seid. Vielleicht heben einfach mal die Leute die Hand, die mehr als 5 Leute in ihrem Wahlkreis kennen, die da wohnen. Mehr als 20. Mehr als 50. Mehr als 100. Okay, das langt mir. Dann war, glaube ich, der Schlagzeug, der nächste Dominik und dann der Andi und dann wird gestellt. Ja, ich hätte eine Frage, die in die Richtung von Benno geht. Das ist ja die Aufstellung für den Direktkandidaten. Und mich würde interessieren, dass jetzt vielleicht jeder von euch ein Thema nennt oder ein Thema, was er sich vorstellen könnte, was speziell in diesem Wahlkreis relevant sein könnte. Ausgenommen vielleicht der Boris, der das in seiner Vorstellung mit dem zweiten Stammstrecke Heidhausen schon angedeutet hat und der Herr mit dem dichten Hahn, der mit der Ringe in Bogenhausen auch schon angedeutet hat. Aber vielleicht von den restlichen 4 einfach ein Thema, was ihr denkt, was in diesem Wahlkreis speziell relevant sein könnte. Politische Erfahrung, die Frage ist, wenn das die Antwort wird. Also speziell relevant ist beispielsweise der Ausbau, neue Wohnungsgebiete an
Gott schlag mich tot, wie die S-Bahn-Station heißt, aber auf der anderen Seite dieser S-Bahn-Station soll demnächst, also in den nächsten Jahren, ein großes Siedlungsgebiet gebaut werden. Und solche Dinge sind unheimlich wichtig. War das eins oder zwei? Also ein Thema ist ganz wichtig, ich komme aus der Au, aus der nördlichen Au, und da findet im Augenblick die Vertreibung durch den Geldbeutel statt, aber ganz heftig, weil Londoner Immobilienmakler schon morgens um 6 mit ihren Rollköfferchen an den Häusern vorbeirollen. Und das Zweite wäre, sowohl in der nördlichen, südlichen Au, aber auch Giesing in den Wohngebieten, die Parkplatzsituation. Ja, okay, alles klar. Also das zentrale Thema für den Münchner Nordosten wird der viergleisige Ausbau der S-Bahn-Strecke Tagelfing-Engelschalken-Johanneskirchen sein. Infolgedessen eine massive Bebauung im sogenannten Entwicklungsgebiet München Nordost, wo jetzt anfänglich noch von 10.000 Wohnungen die Rede ist, was aber überhaupt nicht passt. Also eine Größenordnung ist eher vorstellbar 40.000 Wohnungen. Also ich habe vor ein paar Monaten in der Wikipedia mal meinen Bezirk überhaupt nachgeschaut, um zu lesen, was überhaupt alles drin ist. Was nur auf Bogenhausen zutrifft, habe ich nichts gefunden, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also München natürlich, klar, Wohnung, aber nur Bogenhausen, nee, kein Plan. Aber ich bin auch wirklich erst seit einem Jahr dabei, in Bogenhausen. Jetzt wurde gerade vorhin schon angesprochen, der viergleisige Ausbau Dagelfing Johanneskirchen zusammen mit dem zweigleisigen Ausbau der Trudelringer Spange. Jetzt ist es so, die Stadt plant dort eine Tunnellösung, die bis zu 500 Millionen Euro zusätzlich kostet. Jetzt gebe ich das mal einfach wertfrei so an mich weiter für das Statement dazu. Also ich war bei Richard Strauss, also Tunnel schon dabei, also es kann durchaus sinnvoll sein, es kommt halt davon, wie es gemacht wird, ja, wie immer. Das Detail ist dann. Konkrete Positionierung dafür, dagegen? Ja, ich bin dafür. Ich bin dafür. Okay. Dass der Verkehr fließt, natürlich. Also ich kenne jetzt die Alternativen nicht, die würde ich mir natürlich dann gerne noch angucken, aber prinzipiell zwischen oberirdisch und unterirdisch würde ich den Tunnel bevorzugen, weil damit natürlich die Anwohner weniger gestört werden im Nachgang, wenn die Bahnen fahren. Also ich habe mich wenig oder gar nicht mit dem Thema befasst. Ich habe zwar mal was drüber gelesen, hat mich aber nicht wirklich interessiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Prinzipiell bin ich dafür natürlich, wenn es denn eine Erhebung gibt, dass es genügend Leute gibt, die das nutzen, und wenn die Finanzierung stimmt, jawohl. Und ich gebe Rebecca recht, lieber unterirdisch als oberirdisch. Ja, also ich habe das ja schon angedeutet, alles was Bauen und Verkehr angeht, da nutze ich die Liquid-Feedback-Funktion der Delegation und delegiere das an Andi, weil auch wenn ich mich in das Thema reinbeiße, werde ich nie an sein Wissensniveau ankommen. Die einzig vernünftige Lösung ist der Tunnel, aber der kostet 700 Millionen Euro. Und um das zu finanzieren, braucht man halt dann auch eine maximale Siedlungsentwicklung im Einzugsgebiet dann dieses Angebots. Und damit müssen sich die Leute dann im Münchner Nordosten einfach vertraut machen mit dem Gedanken. Also man kann sie natürlich belügen oder man kann sich herumschummeln, wie es momentan die Stadtverwaltung macht, ne? Aber irgendwann muss man das halt dann auch sagen. Also ich weiß, dass das Thema wahnsinnig wichtig ist, aber ganz ehrlich, ich will da gar nicht in den Ausschuss rein. Und ich weiß, dass ich im Winter jetzt wieder ganz oft mit ganz vielen Leuten in der S8 drin stehe. Und ich denke mir jedes Mal, okay, aber kein Plan. Mache ich dann, wenn ich wirklich in den Ausschuss gezwungen werden würde. Das wollte ich gerade sagen, es sind eigentlich tatsächlich zwei Aspekte. Und zwar, ihr seid im Landtag, ihr müsst dort über eine Sache kurzfristig auch entscheiden, das heißt, was weiß ich, Vorlaufzeit seit nur 2 Wochen, über die wir bei den Piraten noch keine Position haben. Erstens, wie stimmt ihr eure Position dazu ab? Ich glaube, Rebecca und Boris haben das ganz gut beantwortet schon.
Die andere Frage, ihr repräsentiert ja auch den Bürger und nicht nur die Piraten. Wie tretet ihr dann in Dialog mit dem Bürger gleichzeitig? Und was ist euch davon wichtiger? Ich werde von den Piraten gewählt und nicht von den anderen Bürgern. Deswegen sind für mich die Piraten erstmal das Wichtigste. Für mich sind natürlich beide wichtig, aber die Piraten wir sind basisdemokratisch und es ist für uns unsere Entscheidung. Wenn wir Entscheidung dafür treffen, dann vertrete ich die ja. Das ist ja mein Grund, warum ich zu Piraten überhaupt gekommen bin. Also ich finde es sehr schade, wenn ich echt nur Piraten wähle. Ja. Nein, aber ich stehe ja jetzt hier, weil ich in den Landtag möchte, für die Piraten und unsere Werte zu vertreten. Und ich kann ja dann natürlich nicht erst sagen, okay, was machen denn erst die Bürger und dann, was wollen wir eigentlich? Natürlich wollen wir erstmal kommen wir und dann natürlich muss man die Bürger auch betrachten. Das Schwierige dabei ist, ich muss innerhalb von 2 Wochen ganz viele Piraten erreichen. Am besten macht man das über Landesverband, dann Bezirksverband, dann Stammtische, IRC, online, was auch immer, Informationen zusammentragen, die Leute sagen lassen, Leute, ich brauche Feedback, gebt mir das Feedback, gebt mir, was ihr fühlt. Und ich finde natürlich wahnsinnig wichtig, die Basis der Bürger selber. Aber wie erreiche ich innerhalb von 2 Wochen den normalen Bürger, der eben nicht mehr der Piratenpartei aktiv ist? Das war die Frage. Genau, und da machen wir viele Gedanken drüber, aber eine Lösung habe ich dafür noch nicht. Ganz ehrlich. Okay, also ich kläre mal zuerst mal ein Missverständnis auf. Wir sind als Vertreter der Piratenpartei gewählt. Insofern ist unsere Verpflichtung natürlich in erster Linie der Piratenbasis. Im Parlament sind andere Parteien vertreten. Die wurden von anderen Menschen gewählt für die Positionen der anderen Parteien. Die Gesamtheit macht die gesamten Bürger aus. Der Piratenabgeordnete steht für die Piratenbasis, die für das Piratenprogramm von den Piratenwählern gewählt wurde. Es gibt bestimmte Fragen, bei denen unser Programm darin besteht, den Bürger zu befragen. Beispielsweise bei Infrastrukturprojekten scheint es ein Konsens zu sein, dass solche Großprojekte nicht ohne eine direkte Bürgerbeteiligung beschlossen werden sollen. Dann heißt unser Programm Bürgerbeteiligung und dann müssen wir auch dieses Programm einbringen, indem wir beispielsweise bei der Lösung dieser Frage auf eine Bürgerbefragung oder auf einen Bürgerentscheid drängen. Ansonsten, wenn wir in der Partei noch keine Position dazu haben und sich auch keine klare Mehrheit erkennen lässt, bin ich der Meinung, dass wir durchaus auch die Möglichkeit nutzen sollten, die Klappe zu halten und uns zu enthalten. Wir haben nicht zu jeder Frage eine Meinung. Es ist meines Erachtens auch gut so. Und ich finde es in vieler Hinsicht die bessere Wahl, wenn dazu weder eine Meinung noch eine ausreichende Kompetenz vorhanden ist, bei dieser Frage zu passen. Das werde ich auch machen, wenn solche Fragen aufkommen. Danke. So, ja, ich möchte mich natürlich meinem Vorredner anschließen. Es ist natürlich immer so, dass solche Entscheidungen, man hat immer gewisse Zielkonflikte und da ist es natürlich wichtig, dass man sich dann mit der Basis auch abstimmt, also sprich mit den anderen Piraten. Ja, dass sie, man hat ja oft auch eine zielgerichtete Entscheidungsebene und da finde ich, dass es sehr wichtig ist, dass man auch nicht, dass man mal über die 4 Jahre, dass man länger als 4 Jahre denkt. Gut, das meine ich. Ja, mei, wenn es dumm läuft und man hat halt diese basisdemokratisch geschöpfte Meinungsbildung nicht geschafft, dann muss man halt auch mutig genug sein zu sagen, nein, es geht halt nicht, wir sind noch nicht so weit. Also erstens, ich bin, wenn es gut läuft, von den Piraten aufgestellt, aber gewählt werde ich vom Bürger und deswegen geht der Bürger mir vor. Und zwar würde ich in so einer Situation, 2 Wochen sind natürlich verdammt knapp, versuchen, die Presse und die Medien mit ins Boot zu nehmen, würde ein Bürgertelefon einrichten, würde mir die Gesamtstimmen dann, was ist des Bürgers Meinung und das dann kurzfristig mit der Partei absprechen. Weil ich sage, über die Bürgermeinung können wir uns hinwegsetzen, wenn es wirklich zu absurd wird, was der Bürger von uns will. Und wenn es denn sozial verträglich ist, dann hat der Bürger das Wort und nicht die Partei. Also erstmal muss ich sagen, Piraten sind auch Bürger. Von daher ist alles wichtig. Ich würde zum einen, denke ich mal, wenn wir im Landtag sitzen, egal wer das ist, werden wir wie die Berliner Piraten auch eine eigene Internetseite haben, die hoffentlich politikinteressierte Nicht-Piratenbürger auch verfolgen. Und dort kann man dann Umfragen starten beispielsweise.
Über diese kann man auch in der Zeitung werben, dass man sich dort beteiligen kann. Man kann als Bürger dann auch zu Stammtischen kommen. Man kann als Pirat die gängigen Pirate Feedback oder Lime Survey Umfragen oder sonstiges nutzen, um zu einer Meinung zu kommen. Nur sehe ich das ein bisschen anders als Boris. Denn ich finde, wenn ihr mich wählt, habt ihr mich gewählt. Und wenn es eine eine Entscheidung fällig ist, die nicht ganz getroffen wurde von der Basis und es eine wichtige Entscheidung ist, also nicht jetzt irgend so ein klitzekleines Thema, dann würde ich auch selber eine Entscheidung fällen. Denn ich zähle, also meine Meinung zählt auch. So. Jetzt mal als Proxy. Welche Leute, es geht jetzt insbesondere an die Leute mit Vorstandsämtern, wie seht ihr die Vereinbarkeit von Amt und Mandat? Ich bitte jetzt alle mal mit Ämtern vortreten und zum Redezeit. In dem Fall würde ich nicht weiter als Kreisvorstand tätig sein. Was ich zwar sehr schade finde, weil mir die Arbeit Spaß macht, aber es lässt sich einfach nicht vereinbaren, finde ich. Ja, für mich gilt das Gleiche, aber da ich bisher ja nur stellvertretender Schatzmeister bin und der jetzige seine Arbeit sehr gut macht, habe ich sowieso noch nicht viel bewirken können. Also es würde nicht auffallen, wenn ich nicht mehr da wäre. Freya, du hast, als du gewählt wurdest, angekündigt, du würdest ein Wikipedia anlegen. Das hast du nicht getan. Das war jetzt ein Wahlversprechen bei deiner Wahl in den Mundgevorstand. Wie hältst du es mit Wahlversprechen allgemein? Also ich finde, ich habe mein Wahlversprechen eingehalten. Ich habe ein Wiki-Profil, das ist zwar sehr knapp und sehr kurz, es steht drin, wer ich bin, wie alt ich bin und es stehen meine Telefonnummern drin, meine E-Mail-Adresse und für mich reicht das im Augenblick, weil ich der Meinung bin, das Netz vergisst nichts und sollte ich nicht aufgestellt oder für irgendein anderes Amt gewählt werden, für einen stellvertretenden Schatzmeister reicht das, was im Augenblick drin ist, meiner Meinung nach völlig. Die Proxy-Frage ist leider weg, deswegen bleibt es eine Spaßfrage. Wer von euch hat die Bayerische Verfassung gelesen? Hand eben reicht. Auszüge im Westen. Zu Hause? Naja, in der Schule. Frage dazu: Welches Alter muss man haben, um bayerischer Ministerpräsident zu werden? 50 oder älter. Alt, glaube ich. Ich nehme verschiedene Vorschläge gerne entgegen. Also, ich glaube, meist 50 oder so. Ah, ja. Welche Vorschläge? Steht in der Verfassung. Ich rate jetzt einfach, ich meine, er muss über 18 sein, das reicht. Nee, 40 muss er sein. Okay, das ist okay. Vorher, du warst dann noch. Wollen die die Hand heben, die mindestens einen schon aufgestellten oder vielleicht auch noch nicht aufgestellten, aber sehr heiß gesprochenen Direktkandidat im gleichen Stimmkreis von anderen Parteien kennt. Von anderen Parteien? Von anderen Parteien, die hier in Bogenhausen. Ja, okay, ihr dürft doch sagen. Ja, aber der Herr Brannekemper von der CSU, der hat den Herrn Zimmermann vom Thron gestoßen. Also ich kenne auch sehr gut den Herrn Brannekemper und zwar auch... Also nicht persönlich war das... Nein, ich kenne es aus der Zeit, als ich noch im Bezirksausschuss aktiv war. Thomas? Boris, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, eines der wichtigsten Instrumente der Opposition ist der Untersuchungsausschuss, siehe Berlin im Moment. Wie viele Abgeordnete brauchst du denn in einem Parlament, um so einen Ausschuss zu beantragen? Den weiß ich nicht. Fragt doch die Leute mal, was die sind. Weiß ich nicht. Also man braucht 5% der Abgeordneten. Wir haben im Moment 187 Abgeordnete. Wieder was dazugelernt, danke. Eigentlich so ganz kurze Frage, was mir nicht wichtig ist. Wer von euch bekennt sich eigentlich zu den piratischen Grundwerten, also wegen denen wir uns eigentlich ursprünglich damals gegründet haben? Und wer kann man vielleicht einen Punkt aufzählen, wegen dem wir uns damals eigentlich gegründet haben? Mal von rechts nach links. Ich bin rechts bei dir. Ja, du bist mir das. Du stehst am rechten Rand, Okay. Das ist nicht besser. Ja, ich habe das halt in Schweden mitverfolgt und dachte mir so, krass, ich habe mir damals gedacht, krass, ich habe mir dazu gedacht, so wow, wie kann denn das jetzt sein? War sehr erstaunt darüber, wie das abgelaufen ist.
Aber wenn man recherchiert, also, das will ich eigentlich hier in Deutschland nicht haben. Und dann merkt man ja schon, man geht zur Polizei, dann kriegt man plötzlich die Information, welche IP-Adresse ist. Der Richter winkt das so durch und dann sagt, kann ja jetzt nicht wo wahr sein. Das ist so das Grundthema. Dann habe ich das mit den Drogen noch mitgekriegt. Ein Thema. Ach, entschuldige. Bloß ein Thema und ja oder nein. Ich würde aber ein Thema und einen Grundwert nennen, weil das verschiedene Sachen sind. Das Thema ist Urheberrecht, das Grundrecht ist Freiheit. Also Urheberrecht, das kam ein bisschen später am Anfang, war ja die Idee, die neuen Medien zu nutzen und auch die Basisdemokratie zu verstärken. Ja. Ich bin eigentlich zu den Piraten gekommen über meine Mutter, die also... Nein, Putin nutzt die Piraten, die Grundwerte, die kennst du. Ja klar, bekenne ich mich dazu, natürlich. Das wäre nicht da. Also ich bin zu den Piraten gegangen wegen dem Ziel der Informationsfreiheit, also weil das für mich der wichtigste Grundsatz ist. Ich befürchte, also jetzt zum Beispiel Urheberrecht, dass sich die Piraten... Was? Kurz eine Frage, ja oder nein? Ja, ein Punkt. Kurz und knackig, weil wir haben eh schon so lange gemacht. Der Gedanke der Piraten zu sagen, dann sind wir halt Piraten, wenn ihr sagt, wir klauen was aus dem Netz und fand es dann hinterher gut, dass ich gesagt habe, was reingestellt wird, darf auch rausgeholt werden. Und zweitens war das die Sache mit der Kinderpornografie, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich die Freiheit und Nichtüberwachung der Provider verstanden habe, also diese Vereinbarkeit mit beiden. Also ich probiere es jetzt mal mit Ja und Datenschutz. Okay. Wir haben einen gehört, hat auf Schließung der Rednerliste. Wer ist einverstanden? Wo stimmen? Ja. Er ist schon eingeschlafen, er kann doch nein stimmen, deshalb hat er seine Karte. Gegenstimmen? Gut, sie ist nicht zerfallen. Dann bitte mal alle die Hand heben, die noch drauf wollen. Okay. Mauri, Benno, Michelle, DJ. Ja, das wird wahrscheinlich der eine oder andere schon beantworten können. Also wer es zuerst sagen kann, wer ist in eurem Stimmkreis der zuständige Bundestagsabgeordnete, der zukünftige Bundestagsabgeordnete von der Piratenpartei? Wer ist denn der Geld? Ja, ja. Das hätte ich alles sterben können. Zeit machen. Und zwar, was sagt euer Arbeitgeber zu eurer Kandidatur und fallt ihr dann quasi weich zurück, falls ihr es nicht werdet? Ich stelle euch frei, die Frage zu beantworten, nachdem es im beruflichen Hintergrund geht. Also, was geht das für ein Hintergrund? Es wird schade im beruflichen Hintergrund, das soll kein Grund für Kandidatur sein. Ist es nichts, was ich direkt untersage, aber... Das ist eigentlich schon eine legitime Frage. Ja. Können Sie ja machen. Also mein Arbeitgeber weiß Bescheid. Er findet es schön, dass ich mich beteilige. Er drückt mir auch alle Daumen. Er fände es natürlich nur schade, wenn er mich verlieren würde. Da ich aber jetzt nicht gerade Beamte bin oder irgendwas in der Richtung, wenn ich jetzt den Job aufgeben würde und es dann da nicht klappen würde, müsste ich mir was Neues suchen. Aber damit sehe ich jetzt nicht so große Probleme. Ja, ich bin selbstständig, insofern interessiert es meinen Auftraggeber eigentlich relativ wenig. Und der positive Aspekt ist, ich bin relativ frei in meiner Zeitgestaltung, was eben auch ich im Wahlkampf ausnutzen werde. Michelle? Ich habe eine Frage an Freier, und zwar gibt es kursiert im Internet manchmal die Aussage, dass das deutsche Grundgesetz seit 1990 ungültig wäre. Wie stehst du zu dieser Aussage? Naja, es ist ja offiziell nicht ratifiziert worden. Also per Gesetz ist es ungültig, aber da die Masse des Volkes damit einverstanden ist und das Parlament auch, wird es wohl so sein. Ich persönlich würde dafür stimmen, dass es endlich mal unterzeichnet wird hier. Ich hätte noch eine Frage an Boris. Wenn du jetzt als Kandidat aufgestellt wirst, stehst du wieder in der Öffentlichkeit. Wie lange müssen wir warten, bis du wieder Bomben auf Palästina oder Ähnliches forderst? Also ich stehe relativ erfolgreich in der Öffentlichkeit, seit ich Landesgeschäftsstellenleiter bin, und da sind, glaube ich, noch keine Bomben auf Palästina oder sonst wo gefallen. Insofern musst du lange warten. Okay. Damit beende ich die Frage.
Und unser Peter und Markus. Dann frage ich nochmal an die Versammlung, möchte noch jemand kandidieren oder einen Kandidaten vorschlagen? Ja, ich habe hier noch einen Vorschlag von Herrn Celani, der ist Architekt und Stadtplaner. Das ist neben mir und den möchte ich damit bitte vorschlagen. Dann hätte ich gerne den Zettel und dann kann der Herr Celani sich natürlich auch noch vorstellen. Ja, selbstverständlich. Es gibt einen Gewandtag auf Wiederhelfen der Rednerliste. Ja, Gegenstimmen? Und dann ist der angenommen. Jetzt bin ich eine Frage für alle, kann ich sagen. Bitte, du hast 4 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Ans Pult, ans Mikrofon, bitte. Mein Name ist Bhagwan Das, abgekürzt Bhagu, um nicht kompliziert zu machen, und Familienname Celani. Ich bin Architekt und Stadtplaner, wohne in Land diese Heidhausen und aus seit 45 Jahren. Also die gesamte Stadtsanierung von Heidhausen habe ich auch selber miterlebt. Und ich bin von der SPD, da bin ich Arbeitskreis, Arbeitsgruppe der Selbstständigen in Oberbayern. Da bin ich habe ich gearbeitet als Beirat im Vorstand. Und da ist auch mein Thema Wirtschaft und Arbeit. Also Wirtschaftsförderung in München und Arbeit. Und von Berufswegen allein Städtebau und Architektur, das heißt Miete und Wohnungswesen und Stadtgestaltung. Zum Beispiel momentan haben wir von unserem Bezirksausschuss, der Bürgerversammlung, das kennen die schon von Heidhausen, wir haben ein Hauptproblem, diese Paulaner. Die Paulaner zieht um. Und was geschieht mit diesem Gelände? Und was kommt rein? Ist es sozial verträglich? Sozialwohnungenbau, Wohnungbau oder nicht. Denn die Stadt München baut im Jahr 1700 Sozialwohnungen. 1700. Wer kommt zu diesem Genuss? Die Architektur von diesem Sozialwohnungbau, die Qualität, ist besser als frei finanzierte. Bekommt ein Student diese Wohnung? Nein. Ein Student zahlt in München in 4 Wege 500 Euro. 500 Euro in Heidhausen, wenn überhaupt eine Wege bekommt. Also 400 bis 500. Und das sind die 4 Leute, eine Küche, eine Bad und das ist eine, sagen wir, sanierungsbedürftige Wohnungen. Und in der Stadt München, ein Student braucht mindestens 900.000 Euro zu leben überhaupt. Und diese Sozialwohnungbau kriegt ein Student nicht, dafür gibt es eine extra eine Studentwerke. Die haben nicht diese finanziellen Mittel. Eine 100 Quadratmeter Wohnung in Sozialwohnungbau kostet 730 warm. 2-Zimmer-Wohnung 56 kostet 435 warm. Und das muss man in München finden. Also ich bin der Meinung, der Sozialwohnungbau hat nur für wenige Leute, aber nicht für Allgemeinheit, also nicht für große. Wir kennen das, weil das ist eine Bodenreform, ist in Deutschland wurde vernachlässigt. In Holland, 70% Menschen haben Eigentumwohnung. In Deutschland 30%. Woher kommt das? Das ist eigentlich Bodenreform, was ich unbedingt sein muss. Und zweite, ich bin im Architektenkammer, ehrenamtlich tätig in Eintragung Ausschuss und war 4 Jahre in Ausbildung und Fortbildung, wo diese Bachelor- und Masterstudium, also diese Bologna-Paper kam. Wir hatten keine Möglichkeit zu ändern. Und wir wissen heute, dass diese Bachelor, da sind sie weder Studenten glücklich, noch Professor, noch der Industrie glücklich. Also im Grunde genommen, das ist ein Fehlschlag.
und der Universität versucht und der TU versucht, dass parallel zu diesem Studium auch die alte Studium auch fortführen. Und viele Professor wollen das. Die sind für diese Meinung. Das muss jetzt Frage der Dekan, wie die entscheiden. Natürlich ist es eine politische, das kommt von der EU. Und das kann eine Landespolitik, kann man das nicht ändern. Das ist der Problem. Und zweitens, ich bin auch in der Bayerischen Architektenkammer, sonst auch engagiert von Verband Freischaffende Architekten und Bundesdelegierte. Denn diese Arbeitnehmer sind meistens Mittelstand, ein, zwei Mann, ob es ein Steuerberater ist oder ein Architekt ist oder ein Künstler ist oder Schriftsteller. Und diese Leute haben wir meisten, die wir vernachlässigt haben, die eigentlich die Arbeitsplätze überhaupt schaffen. Wir sehen die Künstler auch in München, das ist ein großes Potenzial, das ist eine Hochburg von Deutschland, wo meisten Künstler, so, ob es Schauspieler sind, ob es Maler sind oder Bildhauer sind, ist ein großes Potenzial. Nicht 10% wird gefordert. Ich bin ein Mitglied der Jury beim International Film Festival München seit 8 Jahren und im Herbst ist International Festival der Hochschulen. Und da erlebe ich diese gesamte Problematik, dass Künstler, sie müssen zweite Standbeine haben, überhaupt existieren zu können. Und dass man man sagt, jeder Epoche kann man sehen, an der Kunst kann man sehen, wie reich die Epoche war. Und dann momentan, die Künstler haben diese Problematik. Und sie haben diese Möglichkeit nicht, dass sie existieren können. Es sind nur 5% in der Filmbranche, die über 80.000 brutto im Jahr verdienen. 50%, 60%, sie sind unter 20.000 im Jahr. Also, es geht auch um einen Mindestlohn. Also Arbeit und Lohn. Das heißt, Mensch ist keine Handelsware. Und was zum Beispiel diese Jobcenter sind, für mich ist es eine Verfassung widrig. Es ist fraglich. Man kann nicht Menschen vermitteln und an diese Menschen verdienen. Die Firmen zahlen diese Leiharbeiter fast das gleiche wie die Angestellte plus. Sie haben Freiheit, dass Sie diese Leute jedes Jahr trennen können. Wie kann das sein, dass ein Unternehmen, der Jobcenter, 20.000 Mitarbeiter beschäftigt und der kann 5.000 heute auf morgen entlassen? 20.000 und er hat 750 Millionen Umsatz im Jahr. Was produziert man? Türen, Fenster, Lampe, Tisch? Nein. Man handelt Mensch als Ware. Und diese Umsatz mit 620 Mitarbeitern, mit 81 Filialen in Deutschland. Da fragt man sich, ist das richtig verfassungsgemäß? Eine junge Akademikerin, wenn fertig ist mit dem Studium, dann muss er 4 Praktiken absolvieren, dass überhaupt eine Anstellung bekommt. Und dann auch keine, wie normalerweise man gewohnt ist, einen richtigen Werkvertrag oder so, Arbeitsvertrag, sondern eine Zeitverträge. In anderen Worten, ist es eine Zukunft von jungen Leuten, die sich nicht planen können, wenn sie Familie gründen möchten. Haben sie nicht. Und junge Akademikerinnen, sie möchten auf ihren Beruf nicht verzichten. Sie möchten gerne auch Familie gründen, Kinder haben. Aber sie will nicht auf Beruf verzichten und möchte auch nach 1 oder 2 Jahren zurück in den Beruf. Hier gibt es keinen Kindergarten und Kinderkrippe und allein 150 Euro, da können Sie 100 Euro brauchen Sie für Kinder, für Windeln und Creme und ein Papier. Für eine kleine Kind, da braucht man mindestens 100 Euro. Und hier gibt man 150 Euro
Und da werden viele Leute, die sowieso die Immigration-Hintergrund haben, ich habe Immigration-Hintergrund, ich bin in Indien geboren, weil diese Leute werden gerne Kinder zu Hause behalten, lieber Geld in Anspruch nehmen. Und das ist die Realität. Und das ist die Realität. Also, es geht um Kindergarten, Kinderkrippe, soziale Themen, Arbeits, diese ganze Wirtschaftswachstum, was man nennt, diese Wirtschaftswachstum. Brauchen wir Wirtschaftswachstum überhaupt? Können wir nicht froh sein, dass was wir haben, das auch behalten können? Aber diese Wirtschaftswachstum heißt das gleichzeitig gleiche Inflation. Im Endeffekt ist es doch ein Mensch, der die Hand wenig Geld als normalerweise haben musste. Also, diese gesamte, was man verdient, dass auch davon leben kann, auch die Rente. Es war 1974, wurde gesagt, 80% von der Brutto, von der Nettoeinkommen. Ah, okay. So, ich darf die Kandidaten wieder nach vorne bitten. Die Rednerliste ist wieder eröffnet. Bitte. Also ich muss kurz sagen, ich bin in Indien geboren, ja? Zwei, fünf, wir vier Kandidaten. Aufgewachsen in Heidhausen. Wir sind Kandidaten. Wer noch kandidieren will, wir sind Kandidaten, da haben wir nicht gekommen. Sonst gilt das als zurückgezogen. Ja, erst jetzt als zurückgezogen. Dann sind wir noch weiter. So bitte nehmen wir zwei. Geht mal. Ich muss kurz sagen, dass ich aus Indien geboren bin, hier aufgewachsen bin. Dass die Leute ungefähr Bild machen. Ich habe 10 Minuten Zeit gehabt. Ja. Herr Schrapfen, ich habe noch eine einzelne Frage an einen der Kandidaten. Ich auch. Okay. Und da ist der Reihenfolge einzufolgen, bitte. An unseren neuen Kandidaten, du hast am Anfang der Veranstaltung gewartet, als es gefragt wurde, wer will kandidieren, bis alle Fragen gestellt wurden, sodass du diesen Fragen dich nicht stellen musstest. Und jetzt frage ich dich ganz offen, warum? Weil mich stört es ein bisschen, dass du bis zum Schluss wartest, um hier noch die Versammlung ein bisschen aufzuhalten. Warum? Ich musste vorgeschlagen werden und ich habe meine Papier, meine Nachbarn gegeben, das mir vorschlägt. Er hat das Papier in der Hand gehabt, aber nach dem Gespräch waren hier. Ja. Also es ist nicht so, dass ich quasi gewartet hätte, um die wichtigen Dinge zu einem Durchblicke und dann nein, das stimmt nicht. Okay. Ich würde auch eine kurze Frage an dich. Bist du noch Mitglied in der SPD und bist du bewusst, dass du deine Mitgliedschaft aufgeben musst, deine Doppelmitgliedschaft? Ja, ich würde gerne aufgeben, weil dort haben die auch mir angesprochen, für wichtige Themen, also aktiv zu sein. Aber ich bin zum SPD, zum SPD, da habe ich schon kennengelernt, andere Parteien, Wirtschaft, Beirat auch. Und dann ist es alles verkrustet. Und dann austreten musst, bitte. Die Piraten habe ich geschnuppert, bin ich schon seit Anfang der Jahre. Und ich habe gesehen, das ist. Frage, ob du austreten würdest. Ja, ich würde austreten, das ist klar. Ich würde austreten. Frage an alle, wer kandidiert, auch wer würde auch für den Bezirkstag kandidieren? Okay. Gut, wir haben ein Georg heute auf Schließung der Rednerliste. Gegenstimmen? Okay, sie ist nicht der Fall. Wer will noch eine Frage? Dann schließe ich die Rednerliste. Okay. Dann übergebe ich wieder an Markus. Markus erklärt. Ich bin leider vorhin nicht mit. Haben Sie schon einen Wahlhelfer gefunden? Ja, alles gefehlt. Okay. Dann nochmal ganz offiziell, möchte noch jemand einen Kandidaten vorschlagen oder selber kandidieren, wenn er jetzt stimmberechtigt ist?
Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, ist die Kandidatenliste geschlossen. Okay, die Kandidatenliste ist geschlossen. So, wir haben jetzt einen. Ihr bekommt nachher gegen Vorzeigen eurer Stimmkarte, bekommt jeder einen Stimmzettel, der sieht so aus. Ihr habt die 7 Kandidaten in der Reihenfolge, wie sie sich von Anfang an vorgestellt haben, aufgelistet mit vollem Namen und ihr könnt davor ein Kreuz machen. Wir wählen mit Approval Voting, das heißt, ihr könnt bei so vielen Kandidaten ein Kreuz machen, wie ihr wollt. Das kann keiner sein, dann lehnt ihr alle Kandidaten ab. Das kann nur ein Kandidat sein, aber es können auch theoretisch bis zu alle 7 sein. Ich hoffe, das ist jedem klar oder hat noch jemand Fragen dazu? Gibt es die 50%-Regel? Ja, das ist ein gewählter Kandidat. Ja. Man muss die Mehrheit erreichen. Ja. Stichwort? Es sind 17 Stimmberechtigte im Moment da. 17. 17 Stimmberechtigte da. So, ich würde dann zusammen mit dem Wahlhelfer hier vorne an dem Tisch dann Stimmzettel austeilen und wenn die alle ausgeteilt sind, dann würden wir den Wahlgang eröffnen. Ich habe meine erste Idee.
Das kann nicht sein, dass da ein Virus drauf ist. Da ist einfach nur ein Virus drauf. Also von der Lage her ist es normal. Also rausch durch und bis da. Schau, der Adler kommt doch fast nie ins Wiki. Ich bin immer befasst mit meinen E-Mails. In welches Monat? 105. 105? Ja. Also wir haben jetzt den Feier. Nächste Woche schon mal noch mal den Feier. Dienstag, ich will mal wieder wählen. Ich müsste noch mal nachgucken, oder? Wenn der Markus gerade eine Minute Zeit hätte, der wäre jetzt schon ganz gut. Also nächsten Dienstag, oder? Ja. Markus, könntest du noch mal nachgucken? 105. Und zwar auch 18 Uhr rum, oder? Ich wollte heute zum Debate und jetzt finde ich das so interessant. Ja! Und was noch am Ende ist? Und was nicht gemacht worden, weißt du? Ja, heute steht es im Termin. Ich habe mir gedacht, oder vielleicht findet es dann so. Ja, auch, was man lernt dann von den Leuten. Ich habe es nicht mehr gesehen.
Ich sag so lange nichts, bis alle ruhig sind. Okay. Wir haben ein Ergebnis. Es waren 17 Akkreditierte anwesend. Es wurden 17 Stimmzettel abgegeben. Einer davon war ungültig, weil nicht eindeutig erkennbar, was der Wählerwille war. Auf Kandidaten Nummer 1, Siegfried Kiermaier, entfielen 2 Stimmen. Auf Kandidaten Nummer 2, Dieter Körner, entfielen 0 Stimmen. Auf Kandidaten Nummer 3, Herbert Gerhard Schön, entfiel 1 Stimme. Auf Kandidaten Nummer 4, Boris Turowski, entfielen 4 Stimmen. Auf Kandidaten Nummer 5, Freier Lippold, entfielen 5 Stimmen. Auf Kandidaten Nummer 6, Rebecca Wissner, entfielen 11 Stimmen. Und auf Kandidaten Nummer 7, Bagwandas Celani, entfielen 0 Stimmen. Damit hat Rebecca die erforderliche 50% Mehrheit erreicht. Ich nehme die Wahl an und ich danke euch für das Vertrauen. Ja. So, ich frage euch noch, hat irgendjemand Einwände gegen das Ergebnis der Versammlung? Gedenkt irgendjemand Einspruch einzulegen? Ich sehe... Aus! Du hast nicht mehr Wahlrecht. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Und ich darf mich hiermit ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid und schließe hiermit die Versammlung. Gleich auf die nächsten. Ja, lass ihn erst mal schließen. Und es geht gleich im Anschluss zum 8. weiter mit der Bezirkstags. Kandidatur. Die Piraten sind leider schnell in der
Wir starten wieder durch. Nein, nein, ich bin schon ewig vom Gong. Du machst es wahrscheinlich wieder, oder? Ja, ich mache mit Hockey oder sowas. Sowas hast du gerne. Darf ich euch bitten, euch wieder zu setzen? Wir würden gerne weitermachen. Darf ich die Letzten auch um Ruhe bitten? Oder auch die Letzte? Richtig, jetzt müssen wir wieder die ganzen Formalitäten unterreihen. Es freut mich, dass noch so viele anwesend sind. Ich darf euch im Namen des Kreisverbands München zur Aufstellungsversammlung für die Bezirkstagswahl 2013 im Stimmkreis 102 begrüßen und eröffne hiermit die Versammlung. Hat irgendjemand bei der Bezirkstagswahl diesmal die grünen Karten? Einwände gegen die Akkreditierung irgendeines Mitglieds der Versammlung oder ist er der Meinung, dass irgendein Mitglied der Versammlung akkreditiert werden hätte sollen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann brauchen wir wieder einen Versammlungsleiter. Ich fühle mich vorgeschlagen und bitte euch um die Abstimmung. Ich würde auch welche Farbe? Grün. Gut. Ich danke euch für das Vertrauen. Die Geschäftsordnung und die Wahlordnung sind die gleichen wie für den Landtag. Besteht hier auch Einverständnis? Perfekt, Gegenstimmen? Danke, dann haben wir auch diese. Dann brauchen wir wieder einen Wahlleiter. Ich schlage Markus vor. Gegenstimmen? Sehen Sie nicht der Fall? Markus, du hast den ersten Job. Wir brauchen noch einen Protokollanten. Zur Überraschung schlage ich Markus vor. Gut. Gegenstimmen? Markus, du hast den Job. Nummer zwei. Wir suchen noch einen Wahlhelfer. Michelle war als erstes oben. Ich schlage Peter vor. Wahlhelfer werden bestimmt. Also, Michelle? Besteht Einverständnis? Gegenstimmen? Okay. Dann brauchen wir noch zwei Zeugen, damit dass die Versammlung ordnungsgemäß abgelaufen ist. Thomas und Peter waren die schnellsten. Besteht Einverständnis mit den Zeugen? Okay. Dann habt ihr den Job. Keine. Gut, damit werden die Formalitäten erledigt und ich darf die Kandidaten auf die Bühne bitten. Ich möchte noch einen Vorschlag machen, das ist Maui Fischbein. Maui, du wurdest vorgeschlagen. Als Quotenmann. Alle zurückgeteilt oder noch? Herr Jesse. Ja. Ich weiß überhaupt nichts. Gut, wir haben wieder unser Skrömer. Jeder darf ziehen. So.
Ich habe meinen Namen. Feuer ist die erste. Jo. Maui ist Nummer 2 und Gavin ist Nummer 3. Gut. Die Kandidaten haben 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Besteht mit dieser Redezeitbeschränkung Einverständnis? Ich habe mich noch nicht abgestimmt. Eigentlich musst du das die Kandidaten fragen. Nicht? Nein, es gibt die Versammlung. Gibt es Gegenstimmen gegen die Redezeitbegrenzung? Okay. Bitte, Frau. Ist irgendjemand Neues im Saal, der vorhin bei der Aufstellung ist? Nein, also muss ich mich nicht nochmal vorstellen, wäre ich dankbar dafür. Also, okay, dann ganz kurz für dich. Mein Name ist Freya Lippold, ich bin Betriebswirtin von Beruf und 47 Jahre alt. Ich bin seit April bei den Piraten und in verschiedenen, oder AG 60 Plus tätig beim Bayer Debate und bei Maibaum und Tuba. Und wenn irgendwo ein Stand ist, dann bin ich dabei, wenn es Zeit und was auch immer Urlaub zulassen. Und ich lasse mich für einen Bezirkstag aufstellen, weil ich der Meinung bin, das ist auch eine sehr wichtige Tätigkeit. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, aber ich denke, eine sehr zufriedenstellende Tätigkeit. Und ja, das ist eigentlich der Grund dafür. Mehr kann ich im Augenblick auch nicht dazu sagen. Danke. Danke. Genau, Applaus. Also vielen Dank erstmal, dass ich vorgeschlagen wurde. Ich bin ja eigentlich im Stimmkreis 108, aber wenn ich heute hier mal nominiert werde, dann stelle ich mich gerne vor. Ich hätte auch eine kleine Rede, die ist noch nicht ganz fertig. Ich überlege gerade, ob ich die euch antue. Ja, bitte. Ja, bitte. Okay, dann übe ich mal und tue euch die an. Sie dauert nicht allzu lang. Also, liebe Piraten. Gewiss kann man in mancher Hinsicht anderer Meinung sein als der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill. Jedoch gibt es zumindest ein Zitat des raffinierten alten Wortglaubers, das mich anspricht. Es lautet: Die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, außer all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Dass wir uns heute trotz des nasskalten Novemberwetters auf den Weg gemacht haben und für die heutige Wahl hier eingefunden haben, das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass wir zumindest in Sachen Demokratie mit dem erfahrenen Staatsmann Churchill voll übereinstimmen. Und dies ist auch der Grund, warum ich mich heute als möglicher Bezirkstagskandidat der Piratenpartei zur Wahl stelle. Denn ich möchte im Bayerischen Bezirkstag meinen Teil dazu beitragen, die demokratischen Werte in unserem Land nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sie zugleich zu entstauben, aufzufrischen und mit eurer Hilfe mit etwas mehr Leben zu erfüllen, als das bisher der Fall war. Ich finde, gerade der Freistaat hat es verdient, dass das Volk ein wenig mehr Mitspracherecht bekommt. Und gerade in Bayern hat es engagierte Bürger wie uns verdient, die sich nicht nur mehr Teilhabe am politischen Geschehen wünschen, sondern diese Teilhabe im Sinne demokratischer Grundrechte auch aktiv einfordern. Damit ihr aber erstmal wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt, darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Mauri Fischbein und wenn ihr allein nach dem Geburtsjahrgang urteilt, dann gehöre ich mit meinen mittlerweile 56 Jahren zweifellos eher zu den älteren Semestern innerhalb einer Partei, die in vielerlei Hinsicht noch jung ist. Was allerdings meine Erfahrung auf dem politischen Parkett betrifft, so dürft ihr mich getrost als Anfänger betrachten, beziehungsweise als Neuling. Denn bis zum vergangenen Jahr hat sich meine Beziehung zur Politik darauf beschränkt, morgens vor der Arbeit kurz die Tageszeitung durchzublättern und abends vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal die Spätnachrichten einzuschalten. Wie ihr vielleicht schon in meinem Wiki-Profil gesehen habt, hat mich mein Werdegang in die berufliche Selbstständigkeit geführt. Von daher fühlte ich mich bis dato als sogenannter Mittelständler. Auch wieder so eine verbale Schublade, mehr oder weniger von den Liberalen vertreten. Trotzdem hatte ich niemals große Lust, mich dort parteipolitisch zu engagieren. Warum nicht? Darüber habe ich mir selbst niemals Rechenschaft abgelegt. Kurz und gut, mich hat seinerzeit dasselbe Lebensgefühl politischer Gleichgültigkeit und Resignation beherrscht, das vielleicht auch manch anderen in die Piratenpartei geführt hat. Du machst halt dein eigenes Ding, versuchst irgendwie im Leben voranzukommen und lebst in der stillen Hoffnung, dass die Obrigkeit nicht allzu viel Mist baut. Sei es, dass diese Obrigkeit in München sitzt, in Berlin oder in Brüssel. Unser heutiges demokratisches System gibt jedem von uns zahlreiche Möglichkeiten, der gewählten Regierung nicht nur auf die Finger zu schauen,
ich nenne hier Stichwort Transparenz, sondern ihr, wenn es sein muss, auch auf die Finger zu hauen, ohne dass uns etwas Schlimmes passiert. Eine Errungenschaft, von der unsere Vorfahren nur träumen konnten, von der aber leider seit Bestehen der Republik viel zu wenig Gebrauch gemacht wurde. Nun bin ich alt genug, um zu wissen, dass es durchaus einen Unterschied macht zwischen Theorie und Praxis. Von Gewaltenteilung und Co. hat ja jeder von uns irgendwann mal in der Schule gehört. Aber dass eine direkte Einmischung des Bürgers, allerdings auch in der Praxis, nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, sondern wirklich Erfolg haben kann, das habe ich eigentlich erst gelernt, seitdem es die Piraten gibt. Das hat die Piratenpartei bewiesen, und zwar durch ihre grandiosen Wahlerfolge in Berlin, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein. Die Piratenpartei hat es also geschafft, mich auf meine alten Tage aus meiner politischen Lethargie und Erstarrung zu lösen, und dafür bin ich euch dankbar. Und deshalb möchte ich jetzt mit meiner Kandidatur gerne etwas zurückgeben. Baustellen, bei denen wir uns einmischen und zumindest erst einmal etwas Sand in das allzu gut geschmierte Getriebe bewährter Mechanismen kippen können, gibt es freilich mehr als genug. Und ihr kennt jetzt alle den Spruch, wer mit 20 kein Kommunist ist, der hat kein Herz, und wer mit 30 noch Kommunist ist, der hat kein Hirn. Und aus diesem Grund kann und will ich euch an dieser Stelle auch keine Schaumschlägerei vorsetzen. Was ich anbieten kann, ist meine Loyalität, meine langjährige Business-Erfahrung und mein Versprechen, mich nach Kräften dafür einzusetzen, dass mehr Menschen im Freistand am Wohlstand teilhaben. Danke. Bevor ich jetzt anfange, mich vorzustellen, wollte ich an für sich, uns fehlte noch ein Kandidat, der sich auch aufgestellt hat, der leider erkrankt ist, und dem wollte ich auf diesem Weg erstmal alle gute Gesundheitswünsche zukommen lassen, weil ich finde es schade. So, also zuerst möchte ich mich mal vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Gabriela Berg, hier kurz Gabi genannt. Ich bin promovierte Tierärztin, selbstständig, 52 Jahre ledig und habe einen 22-jährigen Sohn. Nach dem Abi habe ich zuerst Lehr- und Grund- und Hauptschule studiert und bin seit 1984 hier in München wohnhaft, weil mich die ZVS für den Tiermedizinstudienplatz hierher geschickt hat. Nach der Promotion habe ich dann noch eine Zeit lang als wissenschaftlicher Assistent an der Uni gearbeitet. Meine Selbstständigkeit ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Letztes Jahr fing ich an, wieder so ein bisschen zu leben. Mein Sohn ist ausgezogen. Ich hatte wieder Kompetenzen frei. Und wollte ich und habe dann überlegt, was ich mit meiner überschüssigen Kraft anstelle. Nachdem ich früher politisch sehr interessiert war und auch so in den Sturm- und Drangzeiten Wackersdorf und Startbahn West miterlebt habe, habe ich mich nach langer Zeit der Politverdrossenheit mal so ein bisschen umgeschaut und bin dann auf die Piraten gestoßen. Am besten hat mir bei der Partei A die Transparenz und andererseits die Ablehnung der Datenspeicherei gefallen. Und gerade für meine Generation ist es hart, wenn George Orwell Wirklichkeit wird. Auch bin ich dafür, dass möglichst viel Wissen ins Netz gerät und für alle zugänglich ist, vor allem das Wissen, das mit öffentlichen Mitteln finanziert worden ist. Seit Mitte diesen Jahres arbeite ich aktiv in der AG Kommunalpolitik und in der AG Bezirkstagspolitik mit. Als ich gefragt wurde, ob ich für den Bezirkstag kandidieren würde, habe ich mich erstmal im Vorfeld informiert, ob ich die Voraussetzungen dafür besitze und ob ich diese zusätzliche Arbeit sowohl finanziell als auch zeitlich aufbringen kann. Und ich kann beides mit Ja beantworten, sonst würde ich hier nicht stehen. Und ich kandidiere auch nur im Stimmkreis 102, weil ich durch meine Arbeit in diesem Stimmkreis einen sehr hohen Bekanntheitsgrad besitze. 80% meines Klientels wohnen hier und ich wohne hier auch schon seit 18 Jahren in diesem Stimmkreis. In der Wahlkampfzeit habe ich Holger schon zugesagt und dann auch Rebecca, sie bei den Infoständen und beim Plakatieren zu unterstützen. Vielleicht ist es ganz praktisch, wenn ein bekanntes Gesicht da im Infostand steht. Warum bewerbe ich mich? Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Arbeitsfeld, dessen Thematik uns alle irgendwann und in irgendeiner Form einmal treffen wird. Und ich finde es traurig, dass
so wichtige Themen so in der großen Politik einfach oft nicht beachtet werden und der Bürger in der Regel auch nicht weiß, was da im Bezirkstag überhaupt gemacht wird, weil einfach die Transparenz fehlt. Ich würde gern diese ganzen Problematiken von hilflosen Menschen, sei es jetzt über eine Behinderung, sei es über psychiatrische Probleme, gern in eine politische Ebene transferieren. Und mir ist es auch ganz wichtig, Transparenz in den Bezirkstag zu bringen, der momentan komplett fehlt. Und bei den anderen Aufgaben des Bezirkstags, ich denke, dass hier alle präsent sind, was da gemacht wird, ist ein ganz großer politischer Acker zu bestellen. Wer sich dafür interessiert, inwieweit die AG Bezirkspolitik da jetzt schon mal was gearbeitet hat, kann mich dann nachher gerne mal dazu befragen. Danke. Gut, dann die Kandidaten für die Vorstellung und eröffne die zahlreiche Fragerunde. Okay, Flo, du startest durch. Ja, ich hoffe, ihr kennt meine Frage schon ein Stück weit. Welche Aufgaben innerhalb des Bezirkstages, Gabi, du hast es als Einzige schon recht gut angesprochen, stellt ihr euch konkret vor? Also welchen Aufgabenbereich innerhalb des Bezirkstages könntet ihr euch annehmen? Sprich, ihr müsstet erstmal wissen, welche Aufgaben hat der Bezirkstag. Aber ich glaube, das wisst ihr alle drei. Ja. Also ich würde mich der Aufgabe der sozial Schwachen annehmen, die eben durch welche Umstände auch immer zu Reha-Menschen wurden und arbeitslos sind und ihr Leben nicht mehr allein bestreiten können. Das wäre für mich eigentlich so die Hauptaufgabe. Mich interessiert speziell der Bereich der Behinderten und der älteren Menschen dort im Sozialbereich und natürlich auch die psychiatrischen Kliniken, die zum Aufgabengebiet gehören. Die Erhaltung der Kultur in Bayern ist ein Themenbereich, der mich nicht so sehr interessiert, muss ich ganz offen sagen, aber die anderen beiden Themen sind nicht stark. Sorry, dafür haben wir andere. Das wollte ich auch schon sagen. Also wo ich auch nicht gut bin, ist... der Bereich, den Herbert dann ja schon eh übernimmt, den haben wir ja schon gewählt mit der ganzen Heimatschutzgeschichte. Wo ich Erfahrungen habe, ist im Bereich der Psychiatrie. Beim Bildungskonzept kann ich auch einiges mitreden, habe ich da Erfahrung auch über meine Arbeit mit dem Bezirkstag zusammen. Jobmäßig Natur und Umwelt und Imkerei und Fischerei macht es nämlich auch. Zu 0,1%. Also die Piratenpartei ist ja eine junge Partei und mit den Kontakten mit Menschen auch sind überwiegend junge Menschen, die eine hohe Erwartung an die Piraten, also die brennen drauf, gerne die Piraten wählen. Inwieweit seht ihr euch, dass ihr, weil die meisten Wähler, mit denen wir rechnen können, werden wahrscheinlich Neuwähler sein und jüngere Menschen, wie ihr mit denen umgehen könnt, sie zu verstehen, gut zuzuhören und das auch umzusetzen, also ich will jetzt nicht sagen, auf deren Niveau zu setzen, aber auf deren Verständnis. Die neue Generation tickt anders. Die wollen Veränderungen haben. Inwieweit seht ihr euch, dass ihr wirklich dazuhören könnt und dann euch auch auf diese jungen Menschen eingehen könnt, damit deren Erwartungen von der Piratenpartei auch erfüllt werden und die uns dann nachher nicht wieder pfeffern, sagen, sind auch nicht anders. Mit der Sprache der jungen Leute kenne ich mich noch ganz gut aus, weil mein Sohn 22 ist und ich da immer die Bude voll habe. Klar, es ist einfach so, die Piraten sind von jungen Leuten gegründet worden und haben sich als Mitmachpartei hingestellt und jetzt haben sie uns halt an der Backe. Damit müssen sie klarkommen. Nee, wer die Geister will. Also die Kommunikation mit den Jungen lernt man hier eigentlich. Das sind ja relativ viele Junge. Und ich sehe es eher als meine Aufgabe, den Jungen vielleicht zu erläutern, was zum Beispiel der Bezirkstag macht. Das interessiert die meisten wahrscheinlich überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, was da drin abgeht.
und das sehe ich eher als meine Aufgabe. Und ansonsten die Kommunikation draußen an den Infoständen, da sind in der Regel Jungen. Du bist jung, du hast dich aber damit beschäftigt, aber ich glaube, du bist da nicht repräsentativ. Ja, Kommunikation mit jungen Menschen, die habe ich allein schon durch meine Tochter und deren Studienkollegen und dadurch, dass die Philosophie studiert, sind das eben auch oft Themen, die wir miteinander ausfechten. Wo kommen wir her, wo sind wir heute und wo gehen wir hin? Und das sind oft Streitgespräche, die sind teilweise sehr heftig, aber auch sehr gewinnbringend, denn da versteht man, was bewegt die jungen Leute heute, wie schätzen sie ihre Zukunft ein und wovor haben sie Angst? Und ich denke mal, das ist auch unsere Aufgabe, ihnen ein Stück der Angst zu nehmen vor der Zukunft. Ich war nur noch mal eine Frage an Mauri. Du kandidierst ja auch für den Landtag im Stimmkreis 08. Ich war ein bisschen geschockt, dass du da gewählt bist. Also, wenn du jetzt gewählt wirst, wie stellst du dir das vor? Willst du beides machen? Wie wirst du das verbinden? Nee, nachdem ich heute gesehen habe, was der Martin Kraus auch für den 108er sich eingetragen hat, würde ich meine Kandidatur für den Landtag zurückziehen, weil ich ihn für fähiger halte als mich. Thomas? Mauri, ich habe eine Frage an dich. Ich will die Imkerprüfung machen und du bist im Bezirkstag gewählt. Darf ich das bei dir machen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Also, Thomas, was ist die Lösung? Die Lösung ist, der Bezirkstag hat nur die sogenannte Fachaufsicht. Die Imkerprüfung wird von den Landratsämtern. Ja, ihr müsst euch ja, wenn ihr dann im Bezirkstag seid, auch gewissermaßen rückkoppeln mit der Basis. Ich gehe mal davon aus, wir hatten das ja vorhin schon gehört, welche Möglichkeiten es dazu gibt, die kennt ihr alle. Ich möchte einfach nur von euch ein kurzes Statement wissen, welche Rolle seht ihr den Bezirksvorstand und den Bezirksverband einer Partei, wie der Berater? Das war eine unklare Frage. Ich finde die schon relativ klar. Willst du? Ich finde, ihr seid so das Schreibbüro irgendwo für die Partei und das finde ich auch gut so. Und bezüglich allen Entscheidungen sehe ich sie also wirklich piratig. Wenn irgendwelche Entscheidungen anstehen, dann kippe ich es in die Liste rein und dann werde ich das tun, was die Partei sagt. Und das sehe ich also wirklich als unsere Aufgabe an. Und außer es würde jetzt zutiefst meinen persönlichen Vorstellungen widersprechen, dann würde ich mich entsprechend enthalten. Aber ich sehe es schon so, uns fehlt irgendwo das politische Know-how, uns fehlt das Fachwissen und wir brauchen die Unterstützung von allen Piraten und wir haben die Möglichkeiten dazu. Und die will ich nutzen. Ja, also ich sehe es fast ähnlich. Ich sage es einfach unter dem Oberbegriff kommunizieren, miteinander kommunizieren, wenn es irgendwas gibt. Also über die AG Bezirkstagspolitik ist ja schon ganz viel geschrieben worden, in den Pads drin und auch in diesem Bayern-Feedback. Ich denke, das ist die Kommunikationsebene, um dann die ganzen Themen auch durchzudiskutieren und in einem sehr kompetenten Team halt auch zu besprechen. Kitsche war, glaube ich, der Nächste. Ich ziehe zurück. Okay, jetzt erledigt. Ja, ich hatte die Frage fast schon beantwortet gesehen, aber wie stellt ihr euch vor, dass ihr den Wähler einbindet in die Bezirkstagsarbeit? Weil teilweise, also ich habe vom Bezirkstag höre ich eigentlich immer nie was. Ich sehe weder was, noch weiß ich, was da so stattfindet. Das, was ich drüber weiß, was ich jetzt von den Piraten, also wie geht ihr auch an den Wähler ran, dass man mal sieht, das ist mein Antrag gestellt worden, die Bezirkstage abzuschaffen in der Piratenpartei. Wie möchtet ihr den Wähler vermitteln, dass ihr auch wichtig seid und dass ihr relevant seid? Ich meine, es ist jetzt kein Ganztagsjob oder sowas, aber es ist immerhin ziemlich viel Zeit, die da auch investiert wird. Und die Leute müssen ja auch wissen, dass sie sich überhaupt beteiligen können oder was der Bezirkstag überhaupt ist. Also ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, dass, ich meine, ein Infostand für einen Bezirkstag weiß ich nicht. Ich glaube, da gehen alle dran vorbei, aber... Wenn ich jetzt mit Rebecca und mit Holger zusammen den Stand aufmache und eine Überredungsarbeit mache und auch den Leuten erkläre, für was der Bezirkstag alles da ist und wie wichtig er für uns ist und was wir am bestehenden Bezirkstag ändern wollen, denke ich schon, dass man da den, wenn die mal wissen, was sie wählen, dass sie es dann auch wählen.
die Frage ist gut, denn der Bezirkstag selber ist wirklich in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, was er eigentlich tut und was er macht. Ich sehe es als unsere Aufgabe an oder speziell als meine Aufgabe, Pressevertreter anzusprechen, vielleicht für das Thema zu begeistern, dass Sachen publiziert werden, denn das ist meines Erachtens der direkte Weg zum Wähler, denn wenn was gelesen wird und dort Infos verteilt werden, gibt es vielleicht ein Feedback, das wir dann in Sprechstunden oder irgendwie anders auch beantworten können. Natürlich klar in den Infoständen auch, aber wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann haben wir auch keine Infostände mehr und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also ich sehe das auch so, dass die Standarbeit ganz wichtig ist. Man kann ja bei der Standarbeit, egal um welche Wahl es jetzt geht, auch den Bezirkstag ansprechen und warum der wichtig ist. Das kann ja durchaus ein Thema sein. Und ich persönlich habe mir dazu Gedanken gemacht, es ist zwar erstmal noch Utopie, aber es könnte ja, also ich stelle mir das so vor, dass man einen Seniorenbegleitservice einrichtet, der vielleicht unter dem Dach oder der Schirmherrschaft der Piratenpartei auch geht, oder man ist ja selber dann auch in der Piratenpartei, weil ich sage jetzt nur mal so als Beispiel, 82-jähriger Mann geht zur Bank, zahlt 3.000 Euro ein, er kriegt keine Quittung, das Geld landet nie auf seinem Konto, es ist tatsächlich passiert. Und er sagt, wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, an den ich mich hätte wenden können, der mitgeht und mich dabei unterstützt, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und es gibt viele Bereiche im täglichen Leben, gerade bei Alten oder Kranken oder psychisch Kranken, was sie nicht allein bewältigen können, wo es gut wäre, wenn sie eine Anlaufstelle hätten, wo man sagen könnte, ich stelle dir jemanden zur Seite und der geht mit. Also, Bezirkstag ist also eine kommunale Angelegenheit. Habt ihr schon mal die Kommunalpolitik oder Bezirkstag besucht oder wisst ihr, was die AG Bezirkstag so schon für Anträge eingebracht hat? Das würde mich jetzt interessieren. Irgendeinen auf Anfang. Kommunalpolitik war ich, bei der Kommunalpolitik war ich am Anfang, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube dreimal gewesen. Ich kann jetzt auch nicht mehr das Thema sagen, aber es hätte mich auch interessiert, es ging leider nicht aus zeittechnischen Gründen. Man kann ich jetzt. Nee, war ich nicht. Nee. Bis jetzt nicht, aber wenn ihr mich wählen solltet, dann wird es Zeit. Möchtest du jetzt wissen, was eine Antragsfabrik ist? Oder dass du AG Bezirkstag und Kommunal, weiß ich ja, aber weißt du zufälligerweise, was in der Antragsfabrik ist? Also eine Antragsfabrik ist momentan offen, zum einen Wahlrecht für EU-Bürger, mehr Transparenz über Veröffentlichungen der Sitzungsprotokolle und der Beschlüsse, dass der Bezirkstagspräsident aus dem Ehrenamt enthoben wird und festangestellt wird. Also meine Frage, diese Tätigkeit braucht unheimlichen Idealismus und viel Einsatz und Arbeit. Wie könnte man mit dem Beruf und Privatvereinigen zusammenbringen, eine Lösung finden, dass man auch zusätzlich diese Zeit aufbringen kann. Das erfordert unheimlich viel Zeit, das weiß ich von SPD, die Kollegen, die Genossen, die diese Tätigkeit machen. Und diese Besichtigung und immer anwesend sein an diverse soziale Einrichtungen, Infrastrukturen, das sind die x Termine im Monat. Können Sie das als ehrenamtlich mit Beruf sowas vereinigen, dass Sie dort zeitlich einfach unterbringen? Also wenn ich das vorab nicht geklärt hätte, würde ich hier nicht stehen. Dem kann ich mich anschließen. Ich habe mir das auch vorher genau überlegt, ob ich die Zeit investieren kann, wenn ich kann. Ich habe das im letzten Jahr gemacht, ein Jahr lang, 5 Tage in der Woche, 2 bis 3 Stunden. Und zwar wollte ich bei den Johannitern bei der Tafel aushelfen, weil die zu alten Leuten Essen hinfahren, die selber nicht mehr aus dem Haus können, die können sich das nicht abholen. Und bin dann dazu gekommen, japanische Schulkinder fahren zu dürfen. War auch sehr hilfreich.
Vor ziemlich genau einer Woche hat der Gesundheitsausschuss und der Sozialausschuss gemeinsam getagt und dort das heiße Eisen angefasst, Stärkung des Ambulanzgedankens in der Forensik. Wer kann in wenigen Sätzen skizzieren, welchen Hintergrund dieser Streit hat? Ich habe nicht verstanden, das Thema... Ich kann die Frage nochmal stellen. Ja? Vor kurzem, vor ziemlich genau einer Woche, hat der Gesundheitsausschuss und der Sozialausschuss getagt, und dort wurde das heiße Eisen Stärkung des Ambulanzgedankens in der Forensik diskutiert. Wer kann in wenigen Sätzen erklären, welcher inhaltliche Hintergrund da ist? Stärkung des Ambulanzgedankens in der Forensik. Richtig. Gibt es ja genau bei mir. Also ich habe so eine vage Vorstellung, wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt tierisch. Also wenn es um Stärkung geht, heißt ja, da ist irgendwas im Argen. So, Ambulanz heißt immer sofort und jetzt, das muss gleich passieren. Und Forensik ist jemand, der tot ist und der wird untersucht, warum er gestorben ist. Ach so, richtig. Forensik, was ist denn Forensik nochmal? Das ist, wenn du Kinderkrankschaft bist oder so. Ach so, okay. Völlig daneben. Nee, völlig daneben. Ja. Also, Gabi, erklär's uns nochmal. Ein Forensik ist, wenn man aufgrund eines Gerichtsentschlusses wegen Gefährlichkeit im Prinzip mal weggesperrt wird. Meinst du damit, dass die Größe der Anteil der ambulant Versorgten, nachdem sie Forensikzeit abgesetzt haben, verlängert, also überhaupt stattfindet und ob das gut ist, also quasi eine ambulante Forensikklinik? Das ist im Prinzip richtig. Also in der Tat ist die Nachbehandlung der forensisch behandelten Patienten typischerweise bis heute immer noch stationär, weil eben zu wenig ambulante forensische Betreuung in Oberbayern vorhanden ist. Beschränkt sich eigentlich weitgehend auf München, in Flächendeckung passiert da gar nichts. Deswegen ist das, was aktuell diskutiert wird, eine flächendeckende ambulante Nachversorgung der Forensik zu bekommen. Das stößt aber auf große Widerstände, insbesondere größeren Fraktionen im Bezirkstag der CSU, weil die von nichts mehr Angst haben, als in der Pardon auf dem Dorf zu erklären, dass da demnächst irgendwelche Sexualstraftäter rumlaufen. Dankeschön. Herr Treffer? Ja, ich hatte mich gemeldet. Das ist der Bezirkstag, das betrifft den Bezirk Oberbayern. Wie gut seid ihr in den anderen Kreisen um Oberbayern, also Ingolstadt, das Rundernach, Berchtesgaden, Augsburg und sowas vernetzt? Also ich habe mit Erstaunen gesehen, wie viel die Niederbayern schon in ihrer AG ins Netz gesetzt haben mit ihren ganzen Anträgen. Andere Bayern, Kreise in Oberbayern, ich habe gerade auch Beispiele genannt. Ach so. Also andere Schwimmkreise in Oberbayern. Wie man da vernetzt ist, genau. Oder was? Bitte zum Mikro. Ja, über das Bayern-Feedback-Pad und über die AG. Nein, allgemein, wie repräsentiert er da auch die ländlichen Gegenden, die ja jetzt auch betroffen sind von der Bezirkspolitik? Entschuldigung, den kann ich in München, das muss ich da jetzt nochmal sagen. Also, ja, gut, jetzt kannst du ja, das ja auch nicht antworten. Die Frage ist, ich fasse die Frage so auf, inwieweit man für die meisten von Oberbayern vernetzt ist. Genau. Also ich bin ja in der AG 60 Plus stark engagiert und aufgrund der Sachen, die wir dort machen, reise ich halt zu den einzelnen Stammtischen, stelle unser Programm vor, unser Positionspapier und kenne halt die etlichen Stammtische dort und das ist meine Vernetzung. Also wenn überhaupt, hätte ich eine persönliche Vernetzung. Ich habe eine Freundin in Rosenheim, die hat ein schwerstbehindertes Kind mit 12 Jahren und da kenne ich die Problematik. Die muss jedes Jahr neu beweisen, dass das Kind nicht über Nacht wieder gesundet ist, um überhaupt einen Heimplatz zu kriegen oder dass der weiterhin versorgt wird. Also ein Verwaltungsaufwand ohne Ende. Wir haben einen Georg-Antrag auf Schließung der Mittelliste. Gegenstimmen? Okay. Dann ist die Liste hiermit geschlossen. Auf der Liste war niemand mehr. Dann schließe ich hiermit die Fragerunde und übergebe an Markus. Jetzt gehen wir, ne? Danke, lieben. Schreibe denn so eine Liste Siegel. Dann wieder von mir die organisatorische Frage. Möchte noch jemand kandidieren oder einen Kandidaten vorschlagen?
Okay, das ist nicht der Fall, dann ist die Kandidatenliste offiziell geschlossen. Ihr bekommt gleich einen grünen Stimmzettel, wie diesen hier. Hier stehen wieder die Namen der drei Kandidaten, die wir haben, drauf und ihr könnt davor bitte ankreuzen, bitte eindeutig ankreuzen, damit es der Wählerwille auch eindeutig erkennbar ist. Wenn ihr jemanden nicht wählen wollt, könnt ihr das Kästchen auch komplett ausmalen, dann ist es klar, dass ihr den Kandidaten nicht ankreuzt. Ihr habt wieder wie vorhin, könnt ihr bei jedem Kandidaten ein Kreuz machen, den ihr wählen wollt. Das heißt, ihr könnt bei allen drei ein Kreuz machen, bei nur zwei Kandidaten, bei nur einem oder auch bei keinem. Wenn ihr bei keinem ein Kreuz macht, heißt das, dass ihr alle Kandidaten ablehnt und keinen von denen wollt. Genau. Das war's, glaube ich, formell. Gibt es noch Fragen dazu? Ich würde jetzt erst Stimmkarten verteilen und danach dann den Wahlgang öffnen. Genau. Das war noch eindeutiger, als ich keine beantragen kann. Ja. Deswegen habe ich auch meine Frage zurückgezogen. Einerseits, weil sie Wolfgang nicht formulieren konnte. Und andererseits, weil es ja nicht mehr sinnvoll war, zu befragen. Ich habe das eigentlich schon rausgekriegt. Du kriegst noch eine
Gabi, komm mit her. Es war knapp. Nein, nicht zu viel. Ich habe das Garten gestimmt. Zwischen Platz 2 und 3. Okay. Gut, dann kann ich das Ergebnis verkünden. Es waren 16 Leute akkreditiert. Es wurden 15 Stimmzettel abgeholt. 14 abgegeben. Davon waren alle gültig und keiner war leer. Auf Freier Lippold entfielen 3 Stimmen. Auf Mauri Fischbein entfielen ebenfalls 3 Stimmen und auf Gabriela Berg auf entfielen 13 Stimmen. Damit habt ihr persönliche Mehrheit. Ich frage die Nummer der Form halber, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und ich verspreche, dass ich öfters aufs Debating gehe, dass ich besser freier reden werde. Wir sind aber eine reine Männerpartei. Gut. Einen kleinen Moment bitte ich noch um eure Aufmerksamkeit. Ich frage euch noch, gibt es Einwände gegen das Ergebnis der Aufstellungsversammlung? Hat will irgendjemand Einspruch einlegen? Nein. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kann ich hiermit die Versammlung schließen und gratuliere Gabi nochmal ganz herzlich. Dem Dietmar, herzlichen Dank für die Leitung der beiden Veranstaltungen. Danke, Dietmar! Krimi!